Moin, moin und hallo und herzlich willkommen natürlich beim Playcast. Ich bin der L. Rodriguez und ihr seid es nicht. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Playcast mit eurem Gastgeber L. Rodriguez. Mit dabei sind diese Woche wieder Yetibim und Chedin. Hallo, Müller. Nico. Ich selber. Jan. Seid ihr auch schon so wahnsinnig aufgeregt und könnt es nicht mehr abwarten? Dann haltet euch gut fest und macht euch auf die allerbeste Zeit der Woche gefasst. Und jetzt geht es weiter. Was geht ab? Herzlich willkommen zum Playcast. Ich bin euer Gastgeber Al Rodriguez. Mit dabei ist diesmal der Gregor. Hallo Gregor. Guten Tag. Guten Tag. Herzlichen Dank für die schöne Einladung. Natürlich. Dann haben wir uns. Er hat uns eingeladen. Ja? Natürlich. Vielen Dank für die Einladung. Er hat Playcast aufgeschraubt. Dann haben wir noch den Yetivin da. Yetivin ist Batman heute. Ja, und Batman ist Yetivin, habe ich gehört. Genau, das aber darf keiner wissen. Kai ist dabei und Nico auch. Wie fühlt ihr euch? Super. Und warum werden wir jetzt eine Person genannt hier? Weil ihr euch gleich anhört. Weil wir eine Person sind. Kai schreckt sich Nico. Oh ja. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Programm heute. Wir haben heute die neuesten Neuigkeiten im Newscast. Anschließend dann wollen wir fragen, ich habe da mal eine Frage. Dann kommen wir zum Hauptthema, das diese Woche sein wird, Videospielmusik. Dann kommen wir zu unserer neuen Rubrik, die da heißt, braucht man das? Und wenden wir das Ganze mit einer spontanen Fragerunde. Zu Beginn wollen wir euch allerdings ein paar interessante Playtube-Videos vorstellen, nachdem ich ein paar Kommentare vorgelesen habe. Gamer95 hat geschrieben, bitte Gott, nimm Justin Bieber und gib uns Tupac. Ja, möchte ich unterstreichen. Aber sowas von. Wobei, ich würde sagen, es klingt ein bisschen merkwürdig, wenn wahrscheinlich der Fragesteller noch gar nicht geboren war, als Tupac gestorben ist. Also. Ja, ist schon erstaunlich. Ich glaube, der Bieber lacht sich ins Fäustchen über diese Anfrage dann auch. Wer ist das? Die Neuen raus und die Alten wieder zurück. So soll es ja sein. Natürlich. Naja, ihr müsst ja mal so sehen, wahrscheinlich ist Justin Bieber der Tupac der Neuzeit. Denkt mal drüber nach. No. Oh nein! Und wer ist dann die Konkurrenz? Beziehungsweise... Wer ist Notorious B.I.G., ja. Und Notorious B.I.G. ist... Hannah Montana. Wahrscheinlich. Mit weniger Speckgürteln. Ja. Und mehr Firlefanz und Kleid. Wahrscheinlich sitzt Scott gerade oben und liest diesen Kommentar und denkt, ah scheiße, warum bin ich selber drauf gekommen? Oder? Na, vielleicht kann sogar Justin Bieber Tupac wiedergeboren sein. No? Das könnte ja genauso gut. Es kann sich ja ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt haben. Der Erfolg ist ja ähnlich. Ich hätte gewusst, wenn man das mit den 50 bekanntesten Frauen oder sowas im Web kennt. Ja, da war glaube ich auch Platz 7 Justin Bieber. Ganz genau. Das war total lustig. Das war toll, ey. Na gut, es sieht ja auch aus wie eine kleine süße Kampflesbe. Also, ja, aber hallo. Gut, gleich schon den Podcast zerstört. Sehr gut. Ja. Papiten hat heute geschrieben, bei 6 Minuten 40 hat das Video von Panzertomate, Minecraft Fatehand Trailer, hat er nicht mehr selber gemacht, sondern das von YouTube und er sollte jetzt auch anfangen, YouTube-Videos hochzuladen. Da ist ein kleiner Fehler unterlaufen und zwar hat diese Panzertomate mit dem tollen Nick Panzertomate, hat ein YouTube-Video hochgeladen, das habe ich gar nicht gemerkt, hat allerdings auch in der Beschreibung reingeschrieben, Leute, keine YouTube-Videos hochladen, das bringt uns total durcheinander und das soll man auch, was auf YouTube ist, soll auf YouTube bleiben. Ja, können wir auch nicht wissen, dass also wenn das jemand nicht schreibt in Info oder sowas, dass das zum Beispiel irgendwie aus YouTube entstammen ist und ja, woher sollen wir das wissen, ne? Seid ja, selber kreativ. Nehmt diese Empfehlung zurück, schaut euch auf YouTube an. So. 25 hat geschrieben, push die Stimmen doch mal etwas, damit die lauter sind als die Mucke am Anfang. Nein. Okay. Ja, lieber 25, wir wissen nicht ganz genau, was du meinst. Meinst du das Intro oder meinst du damit die Opening-Musik oder... Keine Ahnung, also wir haben es uns noch ein paar Mal angehört, wir haben jetzt nicht erkannt, wo man unsere Stimme irgendwie nicht hört, da alles professionell und super hervorragend geschnitten wurde. Ja. Mach einfach das Headset lauter. Ja, genau. Ich geb dir mal eine... Dankeschön. Bitteschön, gern geschehen. Immer mehr Arbeit rein. So als wenn die Leute bei mir indizierte Spiele einfach so nennen und ich alles durchhören muss. Oh ja. Yeah. Ja. Dieses eine Spiel, das ich... Ach, du meinst doch... Ach, du Arsch! Ja, das da. Ja, halten Aufwand. So, vielen Dank an alle anderen, die geschrieben haben. Jetzt kommen wir weiter zu den Playtube-Empfehlungen. Wir stellen ein paar Playtube-Videos vor, damit du Bescheid weißt, was sich denn lohnt, dich anzuschauen. Der Yeti hat sich rausgesucht. Ja, ich habe noch rausgesucht vom User Punchy das Video mit dem Namen Zelda Top 5. Ist ganz kurzes Informationsvideo, glaube ich, eine Top 5 über die ganzen Zelda-Titel, was für ihn persönlich so die größten Zelda-Spiele sind. So schön platziert, schön erklärt, mit gutem Gameplay-Material. Kann man sich gut geben, finde ich. Nico, was hast du dir rausgesucht? Ich habe mir von Super Sam Brothers Dynamite 100 Teil 1 oder 2, weil 1 kam halt mal zum 12. zu dem Zeitpunkt raus und da spielen die ein Spiel, was sie von Needle haben, für 9 Euro, das einfach nur, sagen wir mal, 100 Mal Pong ist. Oder Tetris. Wie von Needle? Also der Super Mario? Ja, das,
Na, die haben das bei Lidl gekauft für 9 Euro. Ah, okay. Wird wahrscheinlich kein sicher, dass es keine Heizdecke oder sowas ist. Nee, das ist wirklich so 50 bis 20 Mal wirklich Pong und Tetris. Kennt ihr das, wenn ihr, wart ihr schon mal bei Kick? Da sind ja auch manchmal so ganz krasse Spiele, so voll die Mega-Triple-A-Titel und so. Nee, wir gehen nicht so oft zum Kick einkaufen, ja, ich gehe eigentlich immer, also ich gehe gleich auf 5 Euro nochmal los. Ich muss ja sagen, ich habe ja immer Angst vor diesem komischen T-Shirt, was da redet. Da traue ich mich an. Yes. Yeah. Aber das ist geil. Schaut dich an. Ey, das sind geile, Reklamebanner von Verona Poth, also da gehe ich gerne rein. Wow. Ja. Den Kommentar spare ich mir. Das wird's nicht gefallen. Kai! Ich habe mir Artwork at Word Infamous vom User Artwork rausgesucht. Er macht da so ein sehr nett geschnittenes Review und der hat auch eine sehr angenehme Stimme, der mal gerne zuhört. Ja, der Artwork macht voll die krassen, ja, wie der Name schon sagt, so richtig Artwork. Künstlerische Videos. Ja, also wirklich total schön geschnitten und die sich dabei was gedacht, finde ich völlig meistens übersehen, wie sagt man? Übersehen. Keine Ahnung. Übersehen, Unterschätzt. Unterschätzt der kleine Junge. Sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen, das Ding. Der auch dieses Super Nintendo Video gemacht hat, ne? Ja. Er hat viel schon gemacht. Also, der war ja auch, glaube ich, mit den Playtube-Dinger nominiert. Genau wo ich gewesen bin. Aber ich habe gewonnen. Er muss hier nochmal. Ich habe gewonnen. Ist ja gut. Ja. Nicht gewonnen, du Arsch. So. Ich auch nicht. Gregor, hast du dir was rausgegeben? Ja, natürlich. Da sind jede Menge schöne Videos bei Playtube vorhanden. Ich würde gerne nochmal den Fokus drauflegen auf ein schönes Video, was ich vor einiger Zeit hochgeladen habe. Das ist das Interview zur Gamescom 2009, Tatsunoko vs. Capcom, wo ich den Ryota Nitsuma interviewt habe, den Chefentwickler von Tatsunoko. Ich war nämlich letzten Montag, wie es der Zufall will, bei Capcom hier in Hamburg und dort war der Ryota Nitsuma anwesend wegen Marvel vs. Capcom 3. Und ich habe ein neues Interview mit ihm gemacht, nicht im Auftrag von Game One, also ist der Schnurrbart erstmal in der Kiste geblieben. Ja. Aber er hat mich dann wiedererkannt, als ich die falschen Schnurrbärte am Ende rausgeholt habe. Hey, krass. Das ist ja geil. Das ist ungefähr so wie der Twist am Ende von Sixth Sense mit Bruce Willis. Da er, oh mein Gott, ja, der Schnurrbartmann war es. Aber da würde ich gerne nochmal den Fokus drauflegen, eben wer das Interview noch nicht gesehen hat. Da habe ich damals viel Arbeit reingesteckt und es ist auch echt witzig, echt lustig gewesen, findet ihr bei Playtube unter InterviewGC09 Tatsunoko vs. Capcom. Das neue Interview, kommt das dann auch bald? Das neue Interview, das werden wir jetzt am Montag fertig schneiden und übernächsten Montag könnt ihr das dann bei Red Bull dann sehen. Yeah. Redbull.com/play. Hervorragend. Sehr schön. Ich habe mir rausgesucht Pixel Kitsch Disc Stop Motion von Pixel Kitsch. Das hat auch Game One irgendwie gefeatured, glaube ich, wurde auf Twitter genannt. Das ist dieser Pixel Kitsch-Typ, der eben mit 3,5 Zoll Disketten irgendwelche Bildchen gemacht hat von Space Invaders und hat sie dann rumtanzen lassen zu total lustiger Musik. Aber auf jeden Fall ein Haufen Arbeit, also wie er auch selbst dann in den Kommentaren geschrieben hat. Das Video geht ein paar Sekunden, also ich glaube, es geht nicht mal eine Minute oder so, aber er hat mehrere Stunden dafür gebraucht, also hat sich schon einiges an Arbeit. Wirklich richtig, richtig geil, also von dem Aufwand her schon allein sehenswert, finde ich, ja. So, Yetivin hat da noch ein paar Infos zu unserer Website. Ganz wichtig, denn wir haben ja jetzt seit ein paar Wochen unsere komplette Website neu designt. Da hat unser Kellerkind, der Kureno, alias Dennis. Oh, das war geil. Ja, ich meine, er ist halt ein Kellerkind, was soll man sagen? Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, er hat komplett nochmal richtig viel Arbeit reingesteckt, für uns das komplett aufgearbeitet. Ein riesen Dank an dich. An alle Leute, geht auf play-cast.de, da habt ihr ein Forum und die neuesten News und Game Releases und schöne Artikel und was auch immer. Was mehr kann man, glaube ich, auch viel mehr als nur den Podcast. Richtig, es gibt noch eine Runde mit von Nico und so. Und ganz wichtig, wir grüßen auch an alle, die jetzt mal sich öfter auf der Seite rumtreiben. Ja, sollen wir mal alle nennen? Ich weiß nicht. Na, Kanobi, Jascha, ja, öfters. Kanobi können wir nennen, Jascha können wir nennen, Kai. Harpoon, Mastel, Tackle, Omega Kai, Kanobi. Also keine Angst, ihr kommt irgendwann mal an die Stelle, wo ihr nicht jeden Besucher einzeln findet. Ja. eigentlich voll so selbst ist, Faceball eigentlich. Sei egal, aber ich muss nur sagen, irgendwann wird es dann schon drüber sein. So hat es ja bei Game One auch angefangen. Ja, genau. Da haben wir immer die Sendung angefangen mit Moin Moin und Hallo Reinhard. Schön, dass du wieder da bist. Das ist dein Gedicht. Naja, das ist so viel zur Seite. Geht auf www.play-cast.de und macht mit. Bam. Und jetzt geht's weiter direkt zum Newscast mit unserem Anchorman Yetivin. Waldgespräche. Oh, hey,
Nico, was machst du denn hier? Ich höre ein bisschen Musik und entspanne mich. Im Wald? Ja, natürlich. Wo sonst? Weißt du, wo ich gestern war? Keine Ahnung. Wo? Ich war im Baumarkt und habe mir eine Schaufel gekauft. Wow, eine Schaufel. Ja, weißt du, was noch schaufelig ist? Ein Spaten? Nein, play-cast.de, das ist nämlich die Website von Playcast. Die ist total schaufelig. Boah, da gucke ich ja mal rein. Ja, da solltest du unbedingt reingucken, wenn du auf Schaufeln stehst. Auf Ciao. Jeden Fall. Tschö. Macht euch bereit, denn jetzt kommt der Newscast. Bei dem ihr das Neueste vom Neuesten und das Allerneuesten erfahrt. Round 1, fight! Die News von diesmal sind: Steve Ballmer hat seine eigenen Ansichten über die Xbox 360. Bald kein Online-Spiel mehr mit der Black Ops, Final Fantasy 13.2 wird kommen und die USK soll durch Bayern entmachtet werden. Bam! Das hat man richtig reingehauen hier. So, wir fangen an mit Steve Ballmer. Für alle, die es nicht wissen, das ist der CEO von Microsoft. Der hat vor kurzem mal so ein kleines Interview gegeben und seine Ansichten über die hauseigene Konsole Xbox 360 so preisgegeben. Für ihn ist es nämlich eigentlich keine Spielkonsole. Für ihn ist es halt, wie hat das nochmal gesagt? Ein Entertainment System für die ganze Familie mit Social Network und hier Twitter und Facebook und Filme ausleihen und hin und her. Und auch, Gummibärchen auch hoch. Für die ganze Familie. Natürlich auch Kinect, jetzt für ihn ist Kinect so mittlerweile der Mittelpunkt des familiärischen Alltags geworden und sowas. Aber Familie. Ja, ganz ehrlich sagen, also wie seht ihr das? Habt ihr irgendwie, benutzt ihr auch die Xbox für andere Sachen, so außer Zocken? Maximal Film und Musik. Ja, weil Musik ebenfalls. Normalerweise aus dem Rechner läuft. Filme, wie leistet ihr die denn immer aus? Auf dem USB-Stick damit, Xbox rein und dann. Ja. Lalalalalala. Na? Natürlich original. Hallo? Ja, natürlich original. Ja, okay, Original-Sticks im Laden gekauft. Ich finde die Xbox immer relativ, sagen wir mal, unangenehm damit, irgendetwas zu machen, außer zu spielen. Und selbst da ist sie mir viel zu laut beim Spielen. Also nicht nur, weil ich dann immer recht empfindlich bin, was so laute Lüfter und solches Zeug angeht. Ich habe auch immer den Eindruck, da läuft im Hintergrund bei der Xbox so eine Eieruhr mit, die dann irgendwann, wenn sie abgelaufen ist, geht das Ding kaputt. Und deshalb komme ich nicht mal auf die Idee, das Ding jetzt einzuschalten, um dort zu twittern oder Facebook oder sonstige Geschichten zu machen. Ich habe Kinect mal bei mir ausprobiert, das, obwohl ich ein großes Wohnzimmer habe, ein einigermaßen großes, funktioniert das hier erstmal nicht. Das liegt an den nicht vorhandenen Haaren. Wahrscheinlich. Ne? Der will sich an irgendwelchen Punkten orientieren, die nicht vorhanden sind, aber es ist klar, dass der Barmer natürlich sowas sagt. Das ist die Richtung, in die sich Xbox jetzt dann, oder besser gesagt die Xbox, will sich dort positionieren als Entertainment Center, als Familiencenter mit Kinect, mit allem drum und dran, mit Videos kaufen. Die Gamer haben sie ja längst schon abgeholt. Wozu müssen die noch Werbung machen? Guck mal, da könnt ihr diesen Shooter spielen oder da dieses Sportspiel. Ja. Da will natürlich dann dahin das Marketing hingepackt werden. Hey, vielleicht kommt der PC doch irgendwann nochmal groß raus. Auf ESPN und so jetzt in Amerika und Last.fm und die ganze Geschichte, also die bauen sich da richtig was auf. Aber ich habe noch nie irgendwelche, also ich persönlich habe noch nie irgendwelche Zahlen gesehen, wie oft das genutzt wird. Weil zum Beispiel Facebook oder so, da so unfassbar spärlich. Also warum sollte ich jetzt über die Xbox über Facebook reingehen, dann kriege ich noch schneller einen PC. Also, genau, das sind ja alles so Services oder sowas, die machen ja Sinn, wenn du die an einem Arbeitsrechner oder sowas dann drauf hast, wenn du mal kurz auf die Schnelle auf Facebook gehen kannst oder einen Tweet losschicken kannst oder sowas. Aber das macht keinen Sinn auf einer Spielkonsole, wo du extra in dein Menü aus dem Spiel rausgehen musst, in ein Menü rein und dort mit dem Gamepad dann irgendeinen Tweet tippen und solche Geschichten. Oder vielleicht, was weiß ich, mit Kinect so Bruce Lee Moves in die Luft machen, damit du da irgendwie tippst, keine Ahnung, wie das da funktioniert. Deshalb ist es nett, dass sie dran gedacht haben, aber brauchen tut man es nicht wirklich, oder verwenden kann man es gar nicht. Ist das bei der PS3 denn ähnlich? Weil die haben ja auch, glaube ich, Animax zum Beispiel jetzt seit ein paar Monaten drin. Ja, oder? Ja, aber das ist eigentlich nur ein Werbe-Channel oder so, glaube ich. Ich glaube, du musst ein Abo sein. Ja, einige verschiedene Sachen. Dieses Animax, ich glaube, da kann man auch noch ein Abo abschließen und sich dann Sachen im Stream angucken. Habe ich auch gewundert, wo ich es eingeschaltet habe und dann den Ede dort gesehen habe auf einmal. aber ich muss da sagen, die PS3 zum Beispiel, finde ich, ist ein wesentlich angenehmeres Entertainment Center in der Hinsicht, weil die wirklich einen echt, echt tollen Blu-ray und DVD-Player eingebaut hat. Und sie ist leise. Sie ist leise, oh. sie hat einen guten Player eingebaut. Das Streaming klappt, finde ich, besser, wenn man dann von der Festplatte irgendwelche Dateien, Musiken oder sowas dann rüberschickt. Und es wirkt auch, da spricht natürlich persönliche Präferenz rein, es wirkt mir alles ein bisschen wertiger.
den Menüs und allem drum und dran. Das ist ja, schon sowieso so ein Würde ich, ja, edler, würde ich sagen. Ja, ich habe da irgendwie das Gefühl, bei, als ob ich bei der PS3 nicht richtig so mittendrin bin. Weißt du, bei der Xbox das so? Ich habe ja auch beide Konsolen hier. Ich, wenn ich mit der Xbox reingehe und ich bin halt online, dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich voll online. Weißt du, ich bin halt mitten in der Online-Welt. Und bei der PS3 ist das so, okay, jetzt bin ich so abgeschottet und jetzt kann ich mich irgendwie in den Store reinblinken und so, irgendwie, weiß nicht. Also ist ganz nett, also es hat beide seine Vor- und Nachteile, kann man sagen. Ja, für mich ist dieser Online-Part komplett irrelevant, also dass ich dann irgendwie vernetzt oder sowas mit Leuten, weil ich kein Online-Spieler bin, auch es nicht unbedingt haben muss, dass meine Friends-List oder irgendwie dort aufpoppt. Also wenn ich dann das Ding anmache, bin ich eh immer als offline zu sehen, wenn da irgendetwas ist, weil ich dann eher was spielen oder was gucken oder was sonst immer machen will und mich nicht da mit Leuten 1000 Stunden unterhalten will und dann dazwischen nicht komme. Oh. Und ja, es ist einfach so, so ein persönliches Ding. Ich spiele keine Online-Spiele. Ich auch deshalb nicht. Deshalb ist das typische Xbox, was sie ja jetzt nochmal ein bisschen verwendet haben, dieses bisschen clicky-bunt hier und sowas, das ist nett für so und so weiter, aber es wirkt schon mir alles ein bisschen zu laut, ein bisschen zu bunt, verglichen mit dem PS3. Mhm. Aber wie gesagt, es ist alles persönliche Präferenz. Ja, stimmt, also ich kann auch nachvollziehen, wenn jemand dann auf den Online-Aspekt steht, da ist die Xbox ja wesentlich besser integriert mit Cross-Game-Chat und wie das da alles heißt. Ja. Kann ich nicht wirklich was mit anfangen, da bin ich der alteingesessene Entertainment-Center-Typ. Ja, soweit zur Xbox 360. Jetzt kommen wir zum Mega-Hit des letzten Jahres, Call of Duty Black Ops. Seit dem Release gab es unfassbar viele Beschwerden aus Seiten der PS3-Besitzer. Die können nämlich, wenn sie online spielen, nicht richtig das Spiel genießen. Also ich habe das auch, mein Bruder hat eine PS3 mit Black Ops. Sobald er irgendwie Freunden zusammen spielt, dann gibt es irgendwelche Server-Lags und Ausfälle und Patch-Probleme, als der Patch rauskommen ist, hat nicht richtig viel gebracht. Haben sich ja auch schon, gab's auch schon, glaube ich, eine Online-Petition von den PS3-Leuten, wollen unser Geld zurück sozusagen. Jetzt hat Activision schon angekündigt, die wollen nämlich eventuell, ist noch nicht offiziell bestätigt, aber eventuell halt am Ende des Jahres die Server einfach ausschalten, somit als Dreingabe so Entschädigung anbieten. Ja, Leute, ihr könnt dann Black Ops austauschen gegen ein gleichwertiges Spiel. Ja, was soll man sagen, ne? PS3, bisschen am Arsch. Ja, ganz ehrlich, ich finde die Aktion sogar besser, wenn du jetzt ein Spiel kaufst, was du jetzt wirklich nur für online zocken willst und dass sie funktioniert. Fände ich sogar noch okay, dass die mir dann mein Geld wiedergeben beziehungsweise ein anderes Spiel geben, weil das Spiel, was ich spielen will und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich von dem Spiel auch nichts. Ja, ist ja rein theoretisch so wie ein defektes, weiß nicht, Auto kaufen und das Auto funktioniert dann irgendwann manchmal. Das ist ja genau das Gleiche. Muss man auch natürlich sehen, was Activision eigentlich sich überhaupt am Anfang dabei gedacht hat. Wenn sie nicht mal von den ungefähr 800 Trillionen Dollar, die sie mit Black Ops verdient haben, nicht mal ein paar so zur Seite schieben, um da mal zwei Server mehr in ihren Raum aufzustellen, damit das funktioniert. Ah, okay, ich weiß, PS3 ist kostenlos, die kriegen da eh kein Geld für, aber die bieten diesen Service an. Das ist ja ein zentrales Element von Black Ops. Ich meine, den Singleplayer ist ja in 3, 4, 5 Stunden durch, dass du es dann online spielen kannst. Und wenn Activision für die das rentabler ist, ihre ganze Fanbase also zu vergrätzen, die es auf der PS3 gekauft hat. Und im Umkehrschluss, also so ähnlich wie ich das mit dem Media Center sehe, ich spiele auch Spiele lieber auf der PS3, von wegen leiser und dies und jenes und allem. Ich habe auch die PS3-Version von Black Ops dann hier, obwohl ich dann auch nicht wirklich eben das Spiel... Du wirst es doch, glaube ich, nie spielen, oder, Gregor? Ich habe den Singleplayer ein bisschen gespielt. Das war mein erstes Call of Duty, was ich, glaube ich, mal länger als 5 Minuten gespielt habe. Oh. Oho. Aber es ist auch einmal, um den Singleplayer sich anzugucken. Ich habe noch ein bisschen was für die Sendung dazu gemacht, ein bisschen was aufgenommen. Aber im Grunde spiele ich solche Sachen lieber auf der PS3. Und ich wäre, wenn ich mir das als Multiplayer-Spieler dann geholt hätte, wäre schwierig geworden, mir das zu verargumentieren. Ne? Also für online, dann muss ich wirklich tatsächlich mich dann dazu zwingen, okay, dann... Klar, dann spielst du auf der Xbox und so haust du dir in Zukunft viele, viele Millionen potenzielle Käufer kaputt, ne, die dann keine Xbox zu Hause haben, die online auf der PS3 spielen wollen, deren PC solche Sachen nicht mitmacht. Also eigentlich eine ziemlich dämliche Aktion von Activision. Ich hätte fast auch gedacht, dass es eher wegen der Cheater ist, ganz ehrlich, weil ich das ja so am Rande mitbekommen habe, von wegen, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, PS3 offen. Und alle hacken dann sich da alles kaputt und da kann Sony und Activision nichts machen, dann wäre es ein anderer Schritt, wenn Activision sagt, wir schalten jetzt die Server ab, weil das bringt nichts mehr. Ja, ist schon ein bisschen enttäuscht. Das ist so ein gleicher Fall wie All Points Bulletin. So, du kaufst dir halt natürlich ein Spiel, weil du es natürlich auch online spielen willst. Wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Leute kauft sich Call of Duty wegen dem Online-Modus. Ja, natürlich. Wenn du es dann halt irgendwie nicht spielen kannst, ist es schon ganz, ganz bitter. Also ich hab's nur mitbekommen von meinem Bruder, wie gesagt, und er beschwert sich eigentlich täglich. Also er kann es nicht richtig vernünftig spielen, er fliegt raus und das ist irgendwie, habe ich mir auch schon gewundert, warum es auf der PS3 jetzt nicht klappt und auf anderen Konsolen oder auf dem PC.
eigentlich überhaupt keine Probleme gibt. Also schon ziemlich schade. Merkwürdig, was ich weiß nicht, was Sony da bedacht hat oder nicht bedacht hat. Final Fantasy 13, ich habe ja schon oft angekündigt, ich bin nicht so ein großer Fan von dem Spiel. Ja, jetzt kommt natürlich ein Nachfolger. Ich war sehr überrascht. Nicht Final nur einer. Zwei. Ja, also ein richtiger Nachfolger auch um die Helden herum, der sich dann wieder auf Lightning spezialisiert. So an sich sollen die Helden, glaube ich, wieder vorhanden sein. Es soll auch ein neuer Charakter erscheinen, das ein bisschen so ein Gegenstück von Lightning sein wird. Wird auch, glaube ich, ein Gegenspieler sein, allerdings nicht der große Gegenspieler. Ich denke mal, also ich könnte mir sehr gut abwägen, dass es wahrscheinlich irgendwann mal, der sich irgendwie mit den Helden oder mit der Gruppe verbünden wird oder sowas. Wann soll das erscheinen? Gregor, du weißt es doch wahrscheinlich. Soll, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, noch 2011 in Japan erscheinen. Und innerhalb eines Jahres soll auch die US- und Euro-Version dann draußen sein. Also so lang ist es nicht mehr hin. Schon erstaunlich, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie lange Final Fantasy 13 in der Entwicklung war, aber dass dann direkt der zweite Teil dann rausgehauen wird. Ja, es waren so für Final Fantasy 13, glaube ich, 5-6 Jährchen mindestens, wo es in Entwicklung gewesen ist, bis es rausgekommen ist. Natürlich wissen wir alle nicht, inwiefern, wie anders oder neu oder sowas der Teil dann sein wird. Es kann gut sein, die haben ihre Assets schon gebaut, ihre Programme da so hingelegt, ihre Grafiksets. Und dass die jetzt nicht in 6 Jahren so ein Spiel raushauen können, sondern in 2 Jahren und entwickeln schon seit einem und hatten das schon so vorab geplant, dass sie so machen wollen. Das ist ja nach Final Fantasy X-2 oder Final Fantasy X-2 vor etlichen Jährchen das erste Mal, dass da direkt ein Final Fantasy fortgeführt wird. Ich meine, also wir haben ja relativ kontrovers immer diskutiert in den Casts über Final Fantasy 13 und das ist ja auch verständlich. Habe ich ja damals dann auch noch im Game One TV Beitrag so in die Richtung dann dort gezeigt, weil das ist ein Spiel, da kannst du keine Position eigentlich bestimmt halt vertreten und sagen, du liegst falsch, weil so und so oder ich lieg richtig, weil so und so. Ja, weil das Ding hat etliche Eigenheiten, Fehler, Merkwürdigkeiten, komische Designentscheidungen einfach, wo entweder du da komplett angenervt davon sein kannst und das Ding sofort in die Ecke legst. Andere Leute steigen dann auf anderes Zeug ein. Ich bin dann irgendwo, also das habe ich auch dann ausgeführt, irgendwo in der Mitte dort gelandet. Ich habe es für den Test relativ weit gespielt, so 50, 55 Stunden, also nicht ganz durch zum Ende. Aber danke dann, dass sie schon mal das Ende jetzt gespoilert haben mit dem neuen Trailer. Ja, eigentlich schon, ne? Haben sie geil. Genau das Ende oder den letzten Sequenz am Anfang des Trailers getan. Ja, es sieht jedenfalls wie die Abspannsequenz irgendwie so aus, dass da irgendwelche... Ach, du hast noch gar nicht durchgespielt, ach so. Nee, ich war so kurz vor Ende ungefähr gewesen, aber jetzt kann ich mir, glaube ich, die letzten paar Stunden dann auch nochmal sparen. Ja, okay, was hast du denn erwartet jetzt? Ich meine, das ist immer ein schönes Happy Ending, weißt du? Ja, aber denk aber dann einmal nach, das Ding ist jetzt noch nicht mal ein Jahr draußen und da kommt ein Trailer, der dir ohne ungefragt fast schon dann ins Gesicht gefordert wird, der dir dann gleich am sagt, wie das Spiel dann dort ausgeht. Ja, eigentlich klar, ne? Hätte man eigentlich auch nicht dort zeigen braucht. Also ich persönlich hoffe jetzt einfach mal, das ist ja jetzt nicht der erste Strich-2 Teil von Final Fantasy, es gab ja auch schon X2, also Final Fantasy 10-2 und es war ja mal der absolute Rotz, finde ich persönlich. Ja, ich mochte das Spiel überhaupt nicht. Ich habe es nachher beim Kollegen gespielt, die ersten Stunden so waren ganz cool und dann aber nachher ging mir das Kampfsystem auf den Sack, dann waren es nur 3 Charaktere nur noch, es war Käse einfach. Der Zehner war nur geil und der X2, das war eine Verschlechterung. Ja, ich habe damals auch keinen Zugang gefunden zu 10-2 oder zu X2. Ja, ich glaube einfach, weil ich da jetzt nicht unbedingt mit Anfang Mitte 20 zur Britney Spears Tanzen, Verkleiden und Gesangs Klientel Warum nicht? Aber Bayonetta spielen, ne? Ja, Bayonetta habe ich auch nicht wirklich gespielt. Ein Level, aber es war mir zu... Sollst du nachholen. Ich habe auch ein bisschen... Das ist mir zu wehr, ganz ehrlich. Also, ohne Witz, ich habe echt meinen Zweifel gehabt. Ich bin kein Devil May Cry-Fan und ich hatte mit Bayonetta echt meinen Spaß. Also, ganz ehrlich. Ja, klar, das spreche ich dir ja auch nicht ab. Also, das ist auch so von wegen aus zu viel God of War-Zeug in der Form da gespielt, dass du Bayonetta einfach keine Luft mehr im Kopf hatte. Der ist einfach Griechenland loyal. Ja, genau. Also, da spiele ich lieber nicht God of War, anstatt auch nicht wo ich den Trailer natürlich dann gezwungen wurde, ihn zu sehen und mir das Ende dann nochmal schön gespoilert wurde. Ich muss sagen, ein bisschen kitzelt es dann schon wieder, weil ich finde den Look eigentlich ganz geil, also so Lightning im so klassischen Fantasy-Panzer-Gewand und so weiter. Ja. Lightning als Charakter mochte ich auch immer ganz gerne eigentlich, es war in einem recht schrägen Kontext im eigentlich Final Fantasy 13 Spiel gebaut und wenn man davon ausgeht, dass Final Fantasy X2 vielleicht so die Grundidee ist, dass es einfach ein komplett anderes Spiel verglichen mit Final Fantasy 13 selber ist. Das ist ja der Unterschied von Final Fantasy 10 und 10-2 oder so auch anders? Das war komplett ein anderes Spiel. Das war, 10 finde ich, bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von und
10.2 eben halt wegen diverser Geschichten keinen Zugang gefunden. Aber da gab es auch Leute, die sich da 200, 300 Stunden dann dran gesetzt haben. Und das Spielprinzip ist eben komplett anders, komplett neu. Heilige anderes Scheiße. Kampfsystem, andere Ausrichtung und so weiter. Und das könnte eine Idee oder eine Chance sein, da vielleicht die Leute, die wirklich dann mit Final Fantasy 13 nicht warm geworden. Trotzdem in dieses interessante Universum dann nochmal reinzubringen, und ich bin auch ziemlich sicher, dass es vor Final Fantasy Versus 13 rauskommen wird, weil der Nomura kommt da einfach nicht in die Pötte. Das sehen wir irgendwann 2017 wahrscheinlich oder so. Und dass man wieder die Leute, die dann vom Zug dann gesprungen sind und Final Fantasy 13 das ganze Universum, was aufgebaut hat, nicht mehr so toll finden, vielleicht wieder ranholt vor dem großen Kracher. Ja, stimmt. Du hast ja das ist nämlich genau der Punkt. Ich fand da eigentlich das Universum und die Helden und besonders auch Lightning eigentlich ziemlich cool designt. Ich denke auch, dass Square Enix nicht unbedingt jetzt so einen recht guten Charakter wie Lightning einfach fallen lassen will. Deswegen hauen sie da Dinge nochmal raus. Und was ganz interessant ist, ist, dass ja auch dass Square Enix sich ja auch den Kritiken zu Final Fantasy 13 im Hauptspiel auch stellen wird und versuchen wird, jetzt mit diesem, ich weiß nicht, ob das ein Spin-off nennen kann, keine Ahnung, auf jeden Fall da ein bisschen was dran schrauben will. Sie müssen es auch machen, weil natürlich hat sich das Ding gut verkauft, aber wenn du so ein Spiel hast, was so extrem polarisiert, ne, und dann, wo die Meinungen dann ausgehen zwischen Superspiel und der größte Rotz, den ich je gespielt habe, damit machst du dir natürlich dann erstmal die Verkaufszahlen vom nächsten Spiel kaputt. Ne? Weil das Spiel haben jetzt alle gekauft, die enttäuschten Leute kaufen das nächste nicht mehr. Das gleiche wie Final Fantasy XIV, das ja so unfertig rausgekommen ist, dass er jetzt der Chefentwickler dort geschasst wurde und die immer noch die PS3-Version nicht fertig haben und so weiter. Das war ja fast schon ein anderthalbfaches Debakel eben das letzte Jahr leider für Square Enix. Und wenn die da nicht wirklich nochmal Gas geben und sagen, mehr Culpa, wir probieren das mal anders und schauen mal, was ihr dann da haben wollt, weil man muss ja letzten Endes wirklich dann immer an den Käufern, an die Leute richten, was sie dann haben wollen, dann können sie vielleicht das wieder Universum einigermaßen retten, was sie gemacht haben. So ist es eben auf der Kippe, auf der Schwebe, und ich wette, wenn sie sagen würden, wir bringen ein Final Fantasy 13 2 raus, was genauso ist wie Final Fantasy 13 selber, da werden sie schon mal wesentlich weniger Verkäufe haben, weil die Leute, die abgefuckt waren von Final Fantasy 13, die werden dafür kein Geld mehr ausgeben. Ja, das stimmt. Will ich auch nicht mehr machen. Hoffen wir mal, dass sie die Zeit haben, innerhalb des einen Jahres da am Gameplay was zu machen und nicht einfach alles aus der aus dem Franchise rauszuholen. Ja, machen einfach wieder rundenbasiert. Ja, dann fände ich schon zufrieden. Ja, dachte ich auch. Am Kampfsystem lag es ja nicht, aber das ist ja auch meine Meinung. Ja. Ich fand's auch nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's einfach zu linear. Naja, ist ja auch eine andere Geschichte. Ich glaube, wir könnten uns den ganzen Cast nochmal unterhalten über Final Fantasy 13. Wir gehen mal weiter ganz kurz. War ja das die Geschichte mit Bayern und Dead Space 2. Da wollte man nochmal verhindern, dass das Spiel eine Altersfreigabe bekommt. Und da muss das nochmal geprüft werden. Und Bayern hat da sozusagen verloren, denn das Spiel kommt jetzt wirklich, also hat die Jugendfreigabe bekommen, kommt aber auch ein paar Tage später raus, also nicht im jetzt im Januar am 27., sondern irgendwann im Anfang Februar in Deutschland. 3. Februar. Das ist natürlich für so ein stolzes Freistaatland Bayern natürlich nicht so toll. Sie wollen natürlich jetzt natürlich ein bisschen dagegen vorgehen und versuchen, die USK in ihrem Bundesland so ein bisschen zu entmachten. Ja, eure Meinung dazu? Sollten aufhören zu weinen, einfach. Was ist das? Was ist das? Sagt der Österreicher, der sich jedes Spiel legal kaufen kann, egal ob es brutal ist oder nicht. Ja. Warte mal ein bisschen ab, bald bestimmt dann nicht mehr. Ja, das kann ich mir auch so. Dann kommt Bayern nach Österreich und pwnt euch alle. Oh Gott, genau. Ich hoffe nicht. So weit ist es ja nicht. Einmal kurz drüber. Ja gut, das wirst du sagen. Das ist eben Politikum-typisch. Ne? Ja, da ist ein gutes Beispiel, wo mal wieder Politik gemacht werden kann. Und dann wird das da aus der Versenkung geholt. Und natürlich, Dead Space 2 gehört natürlich in keine Kinderhände. Ja. Ich hab's jetzt vor einiger Zeit durchgespielt. Game One wird den Review dazu nächste Woche in der Folge haben. Wir vom Play auch dann nächste Woche. Es ist ein unglaublich tolles, ein unglaublich großartiges Spiel, aber natürlich auch sehr hoch vom Gewalt und Splatter und sonst was Faktor. Nicht unbedingt höher als Teil 1, und der hat ja ohne Probleme seine ab 18 keine Jugendfreigabe bekommen. Ja, ohne Probleme. Die haben, glaube ich, drei Anläufe erst auf der Kippe, oder? Die hatten drei Anläufe gebraucht. Das ist ja irgendwie so, ich habe mal gelesen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Information stimmt, beim dritten Anlauf wird sich sogar auch einer hinstellen bei der Prüfung von der BPJM, und der hat ganz andere Kriterien, an das Spiel ranzukommen. Deswegen wurde bei ihm oder beziehungsweise bei der dritten Prüfung Dead Space 1 durchgewunken, weil es ja dieses taktische Zermetzeln der Gegner hat, und das ist ja irgendwie spielentscheidend und hin und her. Das ist normalerweise ein Indizierungsgrund sowas. Ja, eigentlich schon. Ja, aber das ist ja das Absurde so ein bisschen. Ja, aber wie würde der Junge das halt auspacken, ne? Das ganze Spiel wieder verändern. Also ich meine, du kannst bei Dead Space 1 ja auch
irgendwie ganz normale Leichen sehen und draufstampfen und zertrüllst du dann, zerstückelst du die Gegner, also beziehungsweise die Teil Leichen. Teil 2 musst du das ja machen, dann kommt da Munition und so aus denen raus. Echt jetzt? Also, aus normalen Menschen nicht unbedingt. No, ja, aber hier aus diesen Monstern, ja, aus Monstern, ja, also aus den mutierten Aliens oder sowas, da die musst du ja zerstampfen, damit dein Zeug dann rauskommt, wenn du die dann gekillt hast, aber aus den anderen Leichenbergen, die dort rumliegen, da nicht. Es ist natürlich immer so ein kleiner, ein schmaler Grat, der dort gewandelt wird, aber Teil 2 macht da nichts viel krasser oder gruseliger oder menschenverachtend ist es ja auch nicht wirklich, weil das sind animierte Alien-Figuren, die es nicht gibt. Macht nicht viel anders als der erste Teil. Und in der Hinsicht kann es eben nur ein Politikum sein, wenn jetzt Bayern so extrem dagegen vorgeht und da was zeigt. Natürlich, da musst du in Deutschland leider damit hier immer recht. Ich bin auch absolut d'accord damit, das Ding ist ab 18, das soll auf keinen Fall den Kindern enden. Natürlich. Ja, das ist ja klar. Aber die ganze übliche, es ist ja nicht mal wirklich Bevormundung, es ist ja einfach nur ein Politikum, damit die irgendwie Wahlkampf machen können und zeigen können, guck mal, wir kümmern uns um Schlagworte wie Familie und dies und jenes, einfach indem wir diese bösen Videospiele dann ankarren. Wartet mal 20, 30 Jahre ab, ja, da sind Leute, die mit Videospielen aufgewachsen sind, in den Ämtern und alles drum und dran, da ist genau das gleiche wie mit, Horrorfilmen vor 20, 30 Jahren. Da waren die ja der Sündenbock. Da hat klein Johann oben auf der Alm, hat den Film geguckt mit der Kettensäge und ist dann losgegangen, hat seine Familie abgesäbelt. Dann war alles die Schuld der Horrorfilme. Ja, stimmt allerdings. Böse Horrorfilme doch. Und ich sage euch, in 20, 30 Jahren, wenn das so eintrifft, dann werden Kommentare folgen wie, nimmt den raus und gibt uns Justin Bieber wieder. Also, glaubt mir. Ich will ja nicht spoilern, aber Justin Bieber und Dead Space 2, ja, ich sag mal nichts. Ist der letzte Endgegner. Genial. Das ist der Cliffhanger. Wir beenden jetzt Helmer und Baby. Ja, das ist Justin Bieber, das wäre der Knaller, ey. Besser als Metroid. Ja, das war's jetzt mit dem Newscast. Wir haben genug geredet über die aktuellsten News und gehen jetzt weiter zur Rubrik. Ey, ich hab da mal eine Frage. Jui. Ey, ich hab da mal eine Frage. Ja, hallo, willkommen bei Ey, ich hab da mal eine Frage. Der Jan steht fährt momentan nach Hamburg. Nach Frankfurt. Von Hamburg nach Frankfurt. Deshalb übernehme ich das, wie letztes Mal in Wacken. Fangen wir direkt mal an. Wir haben extrem viele Fragen diesmal bekommen, an die 30, 40 Stück, glaube ich sogar. Und deshalb seid nicht böse, wenn eure Frage diesmal nicht drankommt. Fangen wir direkt mal an, wer Fragen schreibt. Moin Moin, welches sind denn eure Top-Koop-Spiele, egal für welche Plattform und wie alt sie sind? Gute Frage. Splinter Cell? Conviction, meinst du? Nein, Conviction nicht. Ich hab eher an Double Agent gedacht. Ach so, da kann man eine Koop spielen? Ich hab's halt für die normale Xbox gehabt, nicht für die 360. Und da habe ich mit meiner Schwester im Koop gespielt. Ich finde ja am geilsten die alten Spiele, die Streets of Rage oder Final Fight oder so. Back to Time. Das sind so meine Koop-Spiele, die ich immer wieder gerne auspacke. Das Spiel mit den Leuten mit den zwei Masken ist auch noch gut. Ja, stimmt, habe ich auch gehabt. Habe ich mit diesen Agro-Feature und so, fand ich ganz nett. Das hat gut funktioniert. Ich persönlich fand... Fuck, es ist fast entfallen. Warte. Ah, genau, Lego. Lego Batman, Lego Star Wars. Ja, Lego Star Wars. Cool, ja. Bam. Besonders die neueren, wo dieser dynamische Splitscreen-Modus mit dabei ist, ne? Genau, und ich habe nämlich Batman meiner Freundin im Koop gespielt. Das hat Bock gemacht. Ist geil, cool. Ja, ist geil. Ist auch nicht so schwer für sie. Ich glaube, das Koop-Spiel, worauf man sich in nächster Zeit so freuen darf, ist Portal, ne? Ja, stimmt. Hab da erst vor kurzem gelesen, dass das Herzstück sein soll. Also die Singleplayer-Sache wird auch mit dabei sein, wird ganz toll und sowas, aber auch das Koop-Feature, weil es eben so dick und brett und dick und fett und breit angekündigt haben, wird das Herzstück wahrscheinlich von Portal. Rodriguez, ja, willst du das auch für den PC, oder? Das weiß ich noch nicht. Wenn ja, machen wir ein Speedrun. Ich hol's mir für die PS3, weil da wird die beste Version draus sein anscheinend. Ja, haha. Crossover, dass du halt mit PC-Leuten spielen kannst und PS3. Stimmt. Genau. Aber ich will's mir wenn für den PC holen, weil da finde ich immer noch, kann man besser mit Maus und Tastatur machen. Meiner Meinung nach. Ich hab Portal auch auf dem PC gespielt, weiß gar nicht, wie man das Ich hab's auf beiden Sachen gespielt. Da manchmal echt schnell reagieren muss, ne? Ja, es geht, es ist nicht so schlimm, finde ich. Es geht auf der Konsole auch. Ich habe auf beiden gespielt, ich finde es nicht auf dem PC deutlich angenehmer, aber auf der Konsole habe ich jetzt keinen Abbruch irgendwie gemerkt oder so. Weil die sind im Patch. Okay. Ja, nicht sofort.
nächste Frage. Dann schreibt Don Johnny. Der schreibt jetzt drei Fragen. Habt ihr schon mal wegen einem Spiel in der Schule geschwänzt? Hab ich. Nächstes Mal. Ja. Ich auch. Jeder. Bei mir war es sogar nur eine Demo. Oh. Oh ja. Was? Tony Hawk? Es war die Demo zu Tony Hawk's Pro Skater 2. Oh. Und ich habe da nicht nur einmal die Schule geschwänzt. Oh Mann, Alter. Wir haben teilweise sogar, also ich habe das damals mit meinem alten Nachbarn gespielt, der Alex. Hallo Alex, wenn du mich hörst. Ja, wir haben die Demo gehabt, von der Pro Skater 2, die war in irgendeiner Zeitschrift mal drin, also in einer PlayStation-Zeitschrift. Und weil seiner Mutter das irgendwann mal zu blöd wurde und sie gemerkt hat, oh mein Gott, eigentlich zur Schule, die haben gar nicht schulfrei, weil wir waren in verschiedenen Klassen. Ja, hat sie es irgendwann mal gemerkt und war dann sauer und hat uns morgens dann zur Schule geschickt und sowas. Und dann haben wir die PlayStation direkt mit in den Schulranzen mit eingepackt und sind dann eben... dem seine Eltern sind geschieden und dann sind wir zum Vater gefahren, der nicht zu Hause war, und haben bei dem gespielt. Ganz normal. Coole Nummer. Das haben wir tagelang gemacht. War großartig. Nicht schlecht. Nee, bei mir war ich glaube ich noch in der Grundschule oder so. Final Fantasy 10 war da gerade. Und da habe ich meine Mutter immer vorgegurkelt, ja, oh nee, mir geht's so schlecht und so. Und dann habe ich mich schon so weggelegt, die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Und dann so, hat meine Mama gefragt, ob ich ein bisschen Fernsehen gucken. Und ich so, ja, mach mal. Und dann habe ich so 5-6 Stunden immer am Stück Final Fantasy 10 gespielt. Hoffentlich hört ihr das jetzt nicht. Also ich meine, das Schulschwänzen habe ich schon oft in Verbindung mit Spielen gemacht. Ich meine, so Clan Wars damals mit Zukunft 2 habe ich das oft gemacht, aber mir fällt auch so ein, dass ich mal, es war glaube ich Final Fantasy 8 oder sowas, ja, ich habe morgens halt irgendwie Bock gehabt und bin dann aus dem Haus, weißt du, habe mich über die Straße gelaufen, hinter dem Auto versteckt, wie so ein kleiner, wie bei Splinter Cell hinter so einer Deckung, weißt du. Und geht meine Mutter raus, weißt du, und ich gehe nach Hause und mach die Konsole an. Ey, das ist so bescheuert, ne? Ich hab die Schule geschwänzt wie so ein fucking Spionage-RPG-Typ und gehe nach Hause und spiele Final Fantasy. Das ist so bescheuert. Aber es war geil. Ich meine, da habe ich einfach Final Fantasy gespielt. War super. Ich hab noch nie für ein Spiel geschwänzt. Was? Nie auf der Schule? Noch nie. Zwar habe ich viel gezockt, aber dann gleich nach der Schule und was? Er hat wahrscheinlich nie geschwänzt, weil er wahrscheinlich nie in der Schule war. Oh, oh. Ein kleiner Diss in your face. Oh. Gehen wir weiter. Leon hat aber jetzt drei Fragen. Hallo, dieses Cast-Team. Meine Fragen. Nummer 1. Wie viele Spiele zockt ihr pro Monat bzw. pro Jahr? Unterschiedlich. Ja, klar. Ja, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr ein Hardcore-Jahr gehabt, wo ich wirklich viel gespielt habe. Jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Monat Januar habe ich noch gar kein Spiel gespielt. Ich habe vom letzten Jahr noch Two Worlds 2, was ich irgendwann mal noch drin gehabt habe. Das ist wirklich unterschiedlich bei mir. Kommt auch auf die Spielerauswahl. Also wenn, ja. Ich denke, wenn einmal in 2-3 Monaten oder so ein geiler Multiplayer-Spiel rauskommt, dann will man oder ein Multiplayer-Spiel, FIFA-Spiel, was weiß ich, dann will man in dieser Zeit auch gar nichts anderes spielen. Also du willst mir mal, ne? Der Yeti ist allerdings hier so ein Singleplayer-Freak, der spielt wahrscheinlich jeden zweiten Tag was anderes. Ja, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, manchmal findet man die Zeit nicht. Achso, du hast nicht zugehört. Ich sag's doch mal. Aber Mut. Ja, ich bin raus, kann ich dir drauf sagen, ey, fuck you. Jo, Chitin? Also, ja, bei mir ist das halt unterschiedlich. Wenn ich mal Kohle hab für ein Spiel oder für Spiele, dann kaufe ich jetzt viel, spiele dann viel und wenn nicht, so wie jetzt, hatte ich eine Dürrephase, spiele ich fast an irgendwelchen Spielen, die ich jetzt nicht auf 100% habe und schaue, dass ich irgendwie auf 100% spiele, bis ich wieder ein neues Spiel habe. Immer so hoch. Ja, danke. Aus Langeweile einfach, ja. Ja, kenne ich viele, die halt im Spiel dann ausschlachten, weil sie einfach nicht so viel neue Spiele haben, so. Würde ich aber zocken wollen. Also, deshalb finde ich die ein Multiplayer-Spiel so geil. Ja. Da brauchst du dir kein neues Spiel holen. Ja, das ist bei dir wahrscheinlich auch so deine Antwort, ne? Ja, richtig. Also ich spiele halt momentan viel, sehr viel Counter-Strike. Weiß nicht, wenn ich jetzt letztens noch gezockt habe, ist viel Guitar Hero, Mass Effect 1 habe ich nochmal ein bisschen weiter gezockt. Und Heavy Rain jetzt dann natürlich letztens dank Yeti-Win. Ich schon wieder verliehen übrigens. Ich wollte das Spiel hat eine Weltreise gemacht von Österreich, also von Regensburg nach Österreich, dann nach Duisburg, dann wieder zurück und jetzt ist es wieder in Straubing, also eine andere Stadt hier in Bayern und so, also das sieht auch schon so misshandelt aus, das Spiel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe auch genau die Edition, die so aus Pappe ist, weißt du? Ja. Das ist der Tod für Postversendungen. Ich weiß nicht, hast du Heavy Sword schon angezogen oder ist dir eine PS3 noch verliehen? Nein, ich habe die PS3 noch weg. Sascha, du Arsch, gib sie endlich wieder. Alter, von mir alle Spiele auf der Xbox, alle hat er mir aus, Mass Effect 2 und alles hat er, hat nichts gespielt und dann leiht er sich von mir noch Filme aus und wann willst du das denn zocken, Mann? Gar nicht. Ich die Zeit finden. Und am Montag wahrscheinlich in der Schule, ja, ich hab's nicht geschafft. Aber gib mir mal was Neues.
Ach, du hast jetzt Bibi, du hast jetzt Black Ops, schleim mal aus. Weißt du, aber hat noch Call of 4 und Modern Warfare 2 zu Hause bei mir geübt. Voll behindert, ey. Oh, weiter. Die Frage, wie lange zockt ihr täglich? Ja, bei mir ist es so, ich muss meistens bis 4 Uhr arbeiten. Schule, also halt Schule ist dann halt immer die Ausnahme, dass ich mal früher zu Hause bin. Und dann werden halt Hausaufgaben gemacht, Berichtszeit geschrieben und dann wird gezockt bis abends um 11. Also bei mir ist es eher... Ja? Ja, bin ja immer noch arbeitslos, suche einen Job, aber kann halt nicht so oft spielen. Ich weiß nicht, ich habe die Lust einfach nicht. Ja, ich kenne das jetzt nicht. Jetzt den ganzen Tag vor der Konsole zu sehen. Irgendwann mal hat man schon keinen Bock mehr, irgendwann reicht es auch irgendwann mal. So denkst du dir, ach fuck, ja. Ich habe keinen Bock mehr. So, ich kenne das. Also bei mir ist das so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein gutes Spiel da habe oder sowas, dann spiele ich ja auch mal ein paar Stunden am Tag. Aber jetzt zur Uni-Zeit, zur Prüfungszeit oder sowas, dann haue ich mir gern mal so 20 Minuten oder eine halbe Stunde irgendein Spiel rein und das war's dann am Tag. Ne? Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch wenig Zeit in der Woche, da spiele ich eigentlich fast gar nichts. Vielleicht mal am Abend so ein Stündchen oder sowas, aber am Wochenende dann, wenn ich Zeit habe, nehme ich mir auch wirklich mal die Zeit und zocke in der Nacht halt wirklich mal ein Singleplayer-Spiel an die 4-5 Stunden teilweise. Es kommt aber auch drauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Singleplayer-Shooter habe oder sowas, ja, dann mache ich schneller aus, weil dann Level vorbei ist oder habe dann gute Abschnitte. Mhm. Bei einem Rollenspiel ist es aber ganz gefährlich. Ja. Dann weiß ich halt nicht mehr so genau, wo vorne und hinten ist und dann immer mal guckt auf die Uhr und sagt, fuck, ich muss ja gleich wieder in die Arbeit. Ach fuck, ich schwänze die Schule. So eine Art. So, also das ist schon immer ganz gefährlich. Kommt auch aufs Genre und auf die Zeit, die ich habe an. Ist die Frage. Von daher kann ich Lady Sandus eine Telefonnummer haben. Nein. 0900? Faxi. Schick ein Foto von dir mit und dann Faxi. Du musst auch mal dein Gamerscore hinschreiben, weil dann unter geht gar nichts. Ja, echt, hier über Forum kannst du sehr anschreiben. Du musst schon was dafür tun, nicht hier so, dass irgendwie die Arbeiter... am besten schickst du noch irgendwie so ein Halo-Frack-Movie dabei oder so eine Runde Let's Play-Movie dabei. Ja, genau. Oder machst du ein Bild mit einem Zombie oder so? Ja, mit einem Zombie. Auf geht's ja. Ein Left 4 Dead Video. Immer gut. Weiter geht's. Notizbuch schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr Haustiere habt, aber stellt es euch einfach mal vor. Meine Frage. Euer sehr geliebtes Haustier ist gestorben und ihr hättet die Möglichkeit, es wiederzubeleben. Aber nur im Austausch gegen alle eure Spiele und Konsole PC. Würdet ihr es tun? Nein. Nein. Geht ja. Mein Goldfisch. Ja. Also, ey, hallo, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Jahre, also mein Hund ist vor kurzem gestorben, ja? Und wenn ich jetzt wirklich den wieder holen könnte, wegen meiner ganzen Spiele, würde ich das wirklich tun, also ohne Scheiß. Aber... Überleg nochmal genau, was du da sagst. Okay, ja, überleg. Ich werde gebasht als zu herzvollen, liebevollen Typen. Du sollst aber wieder, du hast zu viel Geld, zu viel Geld ausgegeben für Spiele. Da kriegst ja, du da 5 klar, neue Hunde. Ey, Leute, es geht immer... Dann, ich will aber den alten Hund wieder haben. Aber, und dann der Hund einfach, was machst du mit dem Hund? Du spielst mindestens 2 Stunden mit dem und dann... Ey, man meint, ich kaufe mir einen Hund, um mit dem 2 Stunden zu spielen. Ich will, das ist halt mein Familienmitglied, das ist mein Freund. Was für herzlose Eier. Ihr seid scheiße, ey. Hunde sind voll. Was würdest du denn machen, Kai? Komm. Ich würde auch mit dem PC alles abdrücken und nachher neue Sachen holen. Ja, also ich meine, Spiele sind entbehrlich, aber nicht das Lebewesen. Echt, Mann. So, eine Moral. Weil Videospiele sind sowas, das kann man immer wiederholen. Und so, ja. Sowas wie ein Lebewesen ist leider vergänglich. Richtig. Für mich sind Haustiere einfach überbewertet, deswegen genau. Also Haustiere im Allgemeinen nicht. Ich meine, hey, mal ehrlich, wenn es um eine Katze gehen würde, ja, das wäre schon ein ganz anderes Thema. Aber wir reden hier von einem Hund. Also ich würde die Katze eher aus dem Fenster schmeißen, als lass doch eh auf den Füßen. Ey, wenn ich... Mir stell vor, ich sehe schon bildlich vor mir. Katze oder Mass Effect 2? Katze, zack, weg mit dir, du Arsch. So. Böser Weg, guter Weg. Die Katze kommt wieder. Scheiße. Ja. Die kommt eh wieder. Wie ein Lumi und Bumerang hinein. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Tackle fragt. Macht eigentlich jemand von euch schon professionell etwas mit Videospielen? Oder hat es später mal vor, aus seinem Hobby einen Beruf zu machen? Schwierige Frage, ich weiß nicht so, wir sind ja schon ein bisschen so in einem Alter, wo wir uns beruflich schon festgelegt haben. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich trauen würde, jetzt komplett meinen Beruf, meinen Job beziehungsweise liegen zu lassen und dann halt mal da reinzuschnuppern. Ich glaube, da muss man schon so ein bisschen den Mut und das riskieren und so. Aber klar, ist schon, wäre natürlich schon eine geile Sache, Hobby aus dem Beruf machen, aber ich wüsste nicht, ob ich das ich machen würde. Ich denke mal, es kommt das Angebot an, nehme ich an, beim Yeti ja. Zumindest. Ob das alles passt für ihn.
Weil das ist natürlich schwierig, ist auch noch vergängliche Sache. Ich meine, du kannst jetzt sagen, ja, zwischen 20 und 35 oder sowas, hey, bist du da voll dabei, ich will jetzt niemanden bashen, der jetzt das halt über 35 ist. Aber, naja, ich kann mir das nicht vorstellen, so mit 50 oder 55 oder sowas, weißt du, wenn du da kurz vor der Rente bist, dass du da noch irgendwie Erfolg haben wirst mit diesen neuen Sachen oder sowas. Ich meine, dann kommt dann irgendwie ein Motion-Ball raus oder ein was weiß ich was für ein Zeug und du wirst halt jedes Mal dann... Ich kann mir das vorstellen, dass du mit 50 Jahren oder mit 55 oder sowas einfach der festen Meinung bist, früher war alles besser. Ja, sicher. Und so ist es halt nun mal auch. Ich meine, früher war wirklich alles besser. Was sagst du mit 25? Ja. Also ich persönlich spiele ja hier Counter-Strike im Clan auch, habe ja meinen eigenen Clan und ich persönlich möchte nachher in der EPS spielen, also ESL Pro Series. Also richtig professionell. E-Sport richtig professionell oder? Und alles im E-Sport. Also ich kann man damit auch richtig Geld verdienen? Ich weiß es nicht. Am Ende der Finals kriegst du, glaube ich, das komplette Team einen Scheck über 10.000 Euro, wenn ihr gewinnt. Ja gut, aber dann müsstest du ja rein theoretisch so gut sein, dass du immer gewinnst, damit du dann lebst und da halt immer so einspielst. Ungefähr. Ja, aber guck mal, die Leute werden gesponsert und alles. Ja, das ein Kumpel von mir, der hat früher ERS gestellt, also ESL Amateur Series. Da ist ein amerikanischer Clan auf den zugekommen und die meinten, alles klar, wir wollen, dass du in unserem Clan spielst. Du kriegst halt für die Online-Clan-Wars, wenn du von zu Hause zockst, kriegst du und die auf deinen LAN-Partys lassen wir dich einfliegen, wir stellen dir ein Hotelzimmer und du kriegst 400 Euro pro War. Wow. Ja, wow. Haben sie dem echt angeboten. Der war zu dem Zeitpunkt 14, das müsst ihr euch mal vorstellen. Echt? Ja. Also ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mit einem Hobby irgendwie Geld zu verdienen, aber es komplett den anderen Weg irgendwie einfach wegzuschmeißen, was man bisher in seinem Leben so erreicht hat. Das ist schon schwierig. Ist echt schwierig, ja. Ich glaube, ich bin der Einzige, der jetzt sagen könnte, würde, aber... Wie gesagt, auf Dauer weiß ich nicht, ob das klappen würde. Man muss ja auch für die Zukunft halt voraussehen und sagen, wenn ich jetzt älter bin, glaube ich nicht, dass ich das dann weitermachen kann. Ja, ich meine, wenn ich in deiner Situation wäre, Chetin, würde ich sogar so ein Angebot so unfassbar gerne annehmen. Also ganz ehrlich. Ja, ich würde ja. Aber es ist halt, auf Dauer kannst du es halt wirklich nicht machen. Ich würde das jetzt sicher so 20 Jahre machen, okay. Aber dann würde ich nebenbei auch schauen, dass ich mir irgendwie Connections aufbaue, dass ich dann später woanders arbeiten kann. Damit du der Boss bist. Ja, so ungefähr, weil auf Dauer wird das nicht klappen, dass ich das ständig mache. Ja, das wird jeder wird das sagen. Selbst der das macht, wird sagen, auf Dauer kann ich das nicht. Und ganz wichtig, viele meinen ja, also ich will irgendwas mit Videospielen zu tun haben, weil dann zocke ich den ganzen Tag. Fail, Leute. Das ist nee, ihr seid nur am Schreiben oder was, je nachdem, was ihr macht. Ich meine, ich bewege mich jetzt momentan so im Videosegment und so und mache so unfassbar viele Videos, dass ich gar keine Zeit mehr habe zum Zocken. Also. Oder halt zockst du noch für das Video, spielst das ein halt, etc. Ja, oder richtig. Also wir haben ja schon Gäste dabei gehabt, wie jetzt zum Beispiel auf dem Sebastian Stark Redakteur ist, ne? Da ist es dann teilweise so, dass du ein Spiel spielst, sagen wir mal 5-6 Stunden oder so, damit du einen guten Eindruck behältst, oder bei manchen Shootern, da hast du es einfach auch durchgespielt, hast es dann 5-6 Stunden gespielt und bist dann 20-25 Stunden mit der Verarbeitung beschäftigt, was du eben gespielt hast. Ich habe Angst irgendwie, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich würde jetzt da in so einer Redaktion arbeiten, ich bekomme ein Spiel und dann spielst du es halt natürlich in ganz anderen Augen und dann gehst du nach Hause und spielst ein Spiel zu Hause, wie du dann diese ganzen Sachen beurteilst. So, du siehst jetzt zum Beispiel eine Textur, die Textur sieht jetzt aber nicht so gut aus. So, weißt du, es kann ja sein, dass du dadurch dann komplett den Sinn des Spiels verlierst oder aus den Augen verlierst. Ja. Das ist wie wenn man zu viel Pizza isst oder so. Wenn man Pornodarstellerin ist und zu Hause Sex hat. So wollte ich das nicht sagen. Ich will es aber so sagen. Gestern meinte. Boah, scheiß Telefon, ey. Wer stört? Entschuldigung. Alter, ich bin schon mit dem Telefon. Ey, du weißt, dass wir immer zwei, drei Stunden gehen. Das müssen wir drin lassen. Das lassen wir drin, ja. Ja. Was ihr jetzt nicht wisst, das ist Kais Mutter. Das ist jetzt schon der dritte Anruf, den ich von den Blackheads bekommen habe. Echt? Ja klar, ich und der Jan auch. Was denn? Ja, das lässt du aber auf jeden Fall drin. Das ist gut, das war super. Ey, ja. Alter, ich nehme auf. Oh, typischer Anfängerfehler, Alter. Oh, peinlich. Wenn du professionell wärst, hättest du dein Handy ausgeschaltet. Oder? Das war kein Handy, das war das feste Telefon. Ja, Stecker rausziehen. Aus dem Fenster schmeißen. Wie Stecker beim Drahtlosen. Ja, aus Fenster keine Ahnung. Aus dem Fenster schmeißen und wir die Katzen, Leute. Okay, haben wir dann alle Fragen? Ja, wir haben alle. Gut, dann, nachdem wir alle Fragen super toll beantwortet haben, kommen wir jetzt weiter zum Main Topic mit Gregor, der über Videospielmusik unheimlich viel zu erzählen hat. Bam!
So, wir haben uns diesmal zusammengefunden. Unser Hauptthema diesmal ist Videospielmusik. Wir werden uns ein bisschen unterhalten über aktuelle Videospielmusik, über die Sachen, die bisher rauskamen, Lieblingsspielmusik und natürlich auch die schlechte Videospielmusik. Was sind denn so die bekanntesten Komponisten, die euch einfallen? Akira Yamaoka. Da kommen ja die ganzen Japaner. Stimmt, Akira Yamaoka ist aber nur Silent Hill, ne, so bis jetzt gewesen, oder? Ja. Also ja, die Yamaoka hat Silent Hill hauptsächlich gemacht, plus diverse andere Sachen für Konami wie Contra auf der PS2 und solche Sachen. Also auch sehr Metal-lastiges Zeug. Gut, dass wir Gregor da haben. Das ist cool. Mir fällt eigentlich nur Uematsu ein. Der von Call of Duty, dieser Hans Zimmermann da, das oder? Das ist ja aber eigentlich Filmkomponist. Okay, der hat jetzt im Allgemeinen. Ja, okay, aber, Fall, ja. Ne? Mittlerweile ja auch Video. Ja, okay. Ja. Also, wer hat das von Call of Duty gemacht? Ja, der hat das von Modern Warfare 2 gemacht, der Hans Zimmer da. Wusste ich gar nicht. Ha, siehst du? Insider-Sen. So, ja. Bring of Facts. So, aber mir fällt mir jetzt eigentlich nicht so viel. Ich weiß nicht, es geht ja ein bisschen unter, ein, der von Zelda, also das ist auch ein Nintendo-Komponist, ne? Mhm, ja, der Nintendo? Genauso aussieht, der genauso aussieht wie Tingle übrigens aus den Zelda-Spielen. Nein. Gott. Das ist nämlich nach dem Koji Kondo-Design sozusagen, Charakter vom Aussehen her. Aber man muss auch sagen, wenn es um Nintendo-Musik geht, die sind jetzt vielleicht nicht immer so, was heißt vielleicht nicht, die sind eigentlich immer geil, weil die sind solche Ohrwürmer, ich glaube, es gibt viele Donkey Videospiele, Kong. Es gibt wirklich so Nintendo-Songs, die du nie wieder vergessen wirst in deinem ganzen Leben. Also, wer hat denn den Mario-Soundtrack gemacht, weiß das jemand? Auch Koji Kondo, auch also Koji der gleiche, der Zelda gemacht hat. Wahnsinn. Es ist, glaube ich, bei vielen Leuten dann so, also ich höre ja relativ viel dann Videospielmusik und ich kenne mich dann auch in meinen Bereichen dann auch ganz gut damit aus, was es angeht. Viele Leute hören die Musik, kennen die Musik. Natürlich ist dieser Kult hinter den Komponisten, der in Japan vor allem dann vorherrscht, natürlich hier nicht vorhanden. Du weißt, du kennst die Musik, du weißt, aus welchem Spiel die ist, aber hast nicht wirklich ein Gesicht oder eine Person, die du damit assoziierst. Und genau speziell jetzt hier, speziell die Nintendo-Sachen. Ich meine, jeder kennt die Melodie von Super Mario, der mit Gaming was zu tun hat, der vielleicht sogar nicht mit Gaming was zu tun hat. Du brauchst nur zwei Töne und dann weiß jeder sofort, was das ist. Das eben, ist das. Ja, das ist schon das vorbei. Da weißt du sofort, oder machst du dit, und da weißt du schon, was da losgegangen ist. Ich hatte vor etlicher Zeit, ich glaube, 2,5 Jährchen oder sowas, damals ein Videospiel-Musik-Special für Game One gemacht. Folge 35, wenn ich mich nicht irre. Wo ich natürlich nicht allzu viel Zeit habe, aber dort ein bisschen mich mit dem Thema auch inhaltlich auseinandergesetzt habe, was der Grund ist, warum die Videospielmusiken von damals verglichen mit diesen ganzen Score-basierten Sachen, also so diese Filmmusik, Hans Zimmer in der Form oder wie heißt er, dieser Giacchino, der dann auch viel Shooter und Medal of Honor und sowas dann dort gemacht hat, was der Unterschied da ist oder warum du wirklich dich so gut an die Melodien von damals erinnern kannst. Und das ist ein Großteil liegt daran, das ist so einerseits die technische Limitation gewesen. Du hast ja natürlich dann so Soundchips und Geräte gehabt, die können dann fünf Töne gleichzeitig oder sowas maximal machen. Polyphone oder so. Ne? Genau, und du kannst auf das kleine Modul jetzt nicht einen großen Orchestersound oder sowas dann irgendwie pressen. Ja. Da musst du mit den wenigen Mitteln, die du hast, mit der Melodie, die sich dann wiederholt, eine Musik schaffen, die nicht nur eingängig ist, sondern die auch nicht auf die Nerven geht, wenn du sie 3000 Mal hintereinander hörst. Ja, schon eine Kunst gewesen, ne? Das hat schon der Waldtempel von Zelda nicht geschafft. Die Musik habe ich so gehasst, das geht gar nicht. Und auf dem N64 oder welcher? Ja, auch von N64. Ich habe die Musik so gehasst, weil ich da nie weitergekommen bin und immer dieses Echo und dieses Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist aber eine ganz interessante Sache. Wir haben gerade über die Komponisten geredet. Es gibt da wahrscheinlich voll viele und verschiedene tolle Talente und wir kennen aber die Namen gar nicht. Und es ist ja auch teilweise so, ich erinnere mich, es gab mal so eine kleine Welle an Soundtrack-Quiz auf Playtube. Und da war es tatsächlich so, dass viele geschrieben haben, ja, ganz ehrlich, ich habe fast gar nichts erkannt, weil ich interessiere mich gar nicht für die Videospielmusik, ich achte nicht drauf und so. Jetzt frag mal einfach mal so eine Runde, wie wichtig ist euch denn überhaupt die Musik in einem Videospiel? Also so ist für das. Für mich persönlich ist die Musik ganz wichtig, weil die macht einen Teil von der Stimmung an sich aus. Ich weiß jetzt nicht, es kommt aber bei mir auch immer noch aufs Spiel an, wenn ich jetzt hier Heavy Rain spiele. Heavy Rain stimmt, ganz wichtig. Ohne Musik dabei oder andere Musik, keine Ahnung, wenn er jetzt Hardcore oder was dabei läuft, dann wäre die ganze Stimmung im Arsch gewesen. Mein Sohn ist tot. Mein Sohn ist so dumm. Weil die ganze Zeit irgendwie so Partymucke oder so. Okay, in der Disco-Szene hat's gepasst. Das ist jetzt gar nicht so. Ich find's ultra wichtig irgendwie, dass die Musik einem nicht auf den Sack geht. Ja. Ein ganz aktuelles Beispiel, oder relativ aktuelles eigentlich, Trials HD. Die haben jetzt Lieder haben die drin, ein, zwei oder sowas, ne? Ja. Und das geht einem nach Stunden trotzdem nicht auf die Nerven. Ich finde, da haben sie das geschafft, was sie früher auch schon mit diesen polyphonen Tönen eben ganz gut hinbekommen haben. Ich bin jetzt also sicher auch bei sowas wie Trials HD, wo du eben Wiederholung und nochmal neu spielen und nochmal motiviert sein
sein, wenn der Level anfängt mit der gleichen Melodie. Da muss das auch geschafft werden, ne? Weil da kommst du nicht mit einem, mit einer nicht videospieltypischen Musik, kommst du da nicht besonders weit. Ja. Das ist schon ein kleines Kunststück geschafft, finde ich. Also, ja. Ja, das also, ist, achso, Nico, du wolltest ja sagen. Was ich wichtig zu Videospielmusik finde, oder wie wichtig reicht schon zu sagen, dass ich auf YouTube einen ganzen Ordner habe, nur mit Game Music, die ich den ganzen Tag höre. Also von F-Zero bis F-Zero bis Super Meat Boy, einfach also, alles. Ich habe George Lucas hat mal gesagt, ich kann es nicht mehr genau den gleichen genauen Wortlauf wiedergeben, aber so sinngemäß hat er gesagt, ja, die Emotionen, die in einem Film übertragen werden, bestehen zu 50% aus der Musik. Und das finde ich auch wirklich so. Also es gibt da teilweise manchmal so, wie du gerade gesagt hast, Kai, Heavy Rain ist so ein Ding, wenn eine wirklich traurige Stelle kommt, die dich total mitnimmt, dann ist die Musik dann dabei und sie ist jetzt vielleicht nicht im Vordergrund oder das wichtigste, der wichtigste Komponente eines Spiels, aber sie ist so unfassbar wichtig als Begleitung, um den Effekt richtig auszulösen. Keine Ahnung, genauso wie jetzt, keine Ahnung, bei einem Halo oder sowas auch ein super Soundtrack hat, muss man mal sagen. Wenn da so eine geile, fordernde, antreibende Musik ist, dann bist du auch voll drin und fährst mit deinem Warthog und sowas. Das macht schon, das muss halt irgendwie passen. Das ist schon ganz geil. Ja. Ja, natürlich. Gibt es denn irgendwelche schlechten Beispiele, irgendwelche Spiele, bei denen euch aufgefallen ist, hey, wow, da gefällt mir die Musik überhaupt nicht. Oh. Schau mal in mein Regal. Ja. GTA. Ja, das sind natürlich die Sachen, die du nicht wirklich dir dann ins Gedächtnis dann immer rufst. Richtig. Das ist ja, wie ihr schon ausgeführt habt, ist es natürlich so Musik, die dann bei einem hängen bleibt. Das ist auch das, wo du auch eher dann im Kopf das dann drin behältst und damit Sachen assoziierst. Es sei denn, du hast irgendein Spiel, was wirklich eine so gruselige Musik gehabt hat, dass du es deswegen abgeschaltet hast. Trant, aber da fallen mir auch nur... Trant macht immer super Musik. Der macht ja seine Drum-Bass-Sachen. Nee, aber nein, hier... Der hat ja bei Metroid, glaube ich, mal... Pac-Man? Ja, der Trant hatte natürlich aber Angst vorm, weil die Musik gruselig war, nicht weil sie so schlecht war, sondern weil er die Grundstimmung da ihn als kleines Kind so hat einnässen lassen, deshalb hat er abgeschaltet. Ja. Es gibt auch einige Videospielmusiken, die einfach daran vorbeigehen. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nennen müsste, zum Beispiel auf dem Game Boy Advance gab es das eine Castlevania-Spiel, Harmony of Dissonance, hieß das Ding, und eins von dreien, die dort rausgekommen sind, und dort hat der Komponist etwas versucht mit dem GBA-Soundchip zu machen, der sich eher anhört. Katzigen Töne, ne? Drei Katzen, die auf einer Gitarre rum. Ungefähr, und so hat sich das leider angehört. Der hat so einen Orchester-Soundtrack gemacht, der aber mit dem Soundchip dort nicht funktioniert. Und es hat sich echt wirklich teilweise sehr qualvoll angehört und richtige Dissonanz. Und dann, das ist, wenn du gewohnt bist, dass Castlevania mal einen guten Soundtrack hat. Das hat dem Spiel wesentlich dann an Reiz genommen. Können wir das dann direkt mal einspielen? Ja, das mache ich dann. Wäre gut. Wir machen es jetzt ganz Game One live. Ich hatte mal vor kurzem, ja, haben wir dieses 2010 Podcast der gehabt, wo wir dann über die Spiele geredet haben. Da habe ich auch OSTs gesucht mit Nico zusammen bei YouTube und da ist uns ein Spiel aufgefallen, was wir wirklich gesucht haben nach einem guten Track, und es war so schwierig, Demon's Souls. Also wir suchen, wir haben wirklich da rumgestöbert. Es war wirklich die ganze Zeit nur schreckliche Chormusik, die wirklich nicht. Ich weiß ja nicht, wie Demon's Souls ist, ich habe es noch nicht gespielt. Vielleicht ist das ja da genau passend, ich kann es nicht genau sagen, aber halt so vom Hören her habe ich so rausgehört, dass das nicht unbedingt so der Burner war. Ich habe es nicht lang genug gespielt, bisher, weil ich nicht die Zeit hatte, mich zu investieren, dass sich der Soundtrack bewusst bei mir ins Gedächtnis geschlichen hat. Aber es kann durchaus sein, dass der da nicht viel besonders taugt, weil Demon's Souls ist From Software, als der Entwickler. Und die haben schon in der Vergangenheit manche Spiele gehabt, wo der Soundtrack richtig, richtig schlimm gewesen ist. Wenn ihr da mal googelt oder YouTube, dann sucht, da gab es ein PS2-Spiel, das hieß Forever Kingdom. Das war der zweite Teil von Evergrace, so ein Action-Rollenspiel. Und der hatte auch echt einen sehr, 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 sehr miesen Soundtrack. Und es kann durchaus sein, dass der gleiche nette Mann dort immer noch bei den Japanern unter Vertrag steht und mittlerweile selbst ein Spiel wie Demon's Souls, was an sich ja wirklich sehr, sehr beliebt und sehr, sehr gut angekommen ist bei vielen Leuten, mit einem doch nicht so tollen Soundtrack versehen hat. Aber ich habe ihn nicht aktiv im Kopf. Hey, da hat er schon mal Scheiße gemacht. Warum soll er das nicht nochmal machen? Warum nicht? Naja, die Japaner haben da manchmal einen recht verquerten Geschmack. Und ich muss da auch sagen, also für mich hat Videospielmusik auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Einfach einerseits, weil du es damals, wenn du die alten 8-Bit, 16-Bit, solche Geschichten gespielt hast, mit den eingängigen Musiken, das bleibt dir im Kopf hängen. Und speziell, wenn jemand wie ich aus dem Rollenspiel mit hier hauptsächlich kommt, wo Musik einen so sehr großen Fokus dann hat und du auch wirklich dann in Japan den Kult um die
Komponisten wie Nobuo Uematsu und Yasunori Mitsuda und wie die alle heißen, dann dort aufgebaut hast. Das sind Sachen, die habe ich separat als Soundtrack hier zu Hause stehen. Die höre ich nebenbei, wenn ich dann arbeite oder irgendwie sonst was. Das ist so Hintergrundrauschen dann für mich. Ja, und ich habe auch viel, genau, ich habe auch viele Spiele, wo ich die Soundtracks wesentlich besser kenne, als ich die Spiele dann gespielt habe. Es ist auch immer dann surreal, wenn ich dann den Soundtrack so gut kenne und dann packe ich das Spiel irgendwann rein und es fühlt sich merkwürdig an, dazu ein Spielbild zu sehen, obwohl ich den Soundtrack schon so oft gehört habe. Ja. Und da gibt es echt, echt viele tolle Sachen, speziell Akira Yamaoka habt ihr erwähnt, der natürlich da auch von einer speziellen Industrial und anderen Ausrichtung mit richtigen Melodien da kommt. Ich hatte es ja auch mal bei GameOne.de dann dementsprechend mal selber Musik eingespielt und solche Geschichten gemacht. Also das ist schon, da gibt's viel Potenzial und viele geile, viele verschiedene Sachen, wo man sich auch sehr austoben kann. Und wenn man da ein bisschen interessiert ist, findet man sehr, sehr viel gutes Zeug. Ich habe zum Thema Musik einspielen hier von Gregor, das muss ich auch sagen, was mir halt auch total Spaß macht, Soundtracks von Videospielen auf der Gitarre nachspielen. Ich suche mir die Tabs raus, die Noten raus, was auch immer und übe das dann einfach mal ein paar Stunden, bis ich es einigermaßen kann. Und dann nachspielen, der Rodriguez macht das ja auch auf dem Klavier. Ja, also ich habe, keine Ahnung, ich, zum Beispiel bei Final Fantasy 10 oder 6 oder sowas, da könnte ich jetzt auch nicht direkt sagen, was jetzt an welcher Stelle passiert ist oder bei welcher Stelle welche Musik lief oder sowas, aber keine Ahnung, ich habe das damals einfach so toll gefunden und habe mir die ganzen Noten rausgeholt und einfach runtergespielt. Also echt Spaß gemacht, und wenn man das selber kann, dann fühlt man sich irgendwie wieder so ein bisschen ins Spiel hineinversetzt. Ja. Kennt ihr das, wenn ihr, also ich habe das sehr, sehr häufig, wenn ich mal irgendwie, ich weiß nicht, auf YouTube stöber oder wenn ich auf meinem eigenen Archiv gucke so, und manchmal höre ich dann halt irgendwie so einen Track aus einem Spiel von damals, was ich super cool fand, dass du dann so unfassbar Bock wieder auf das Spiel bekommst, weil es einfach irgendwie, du kriegst genau Gänsehaut bei, also so allein schon bei Final Fantasy 7 oder bei, ich habe letztens Baphomets Fluch halt irgendwie eine Musik gehört und hatte so unfassbar Bock wieder auf das Spiel, dass ich dann mir Baphomets Fluch nochmal installiert habe. Das habe ich so häufig. Habt ihr das auch? So geht's mir immer wieder bei Silent Hill 2. Und seitdem ich mir das letztes Mal wieder für die Xbox geholt habe und das nicht auf meine Xbox läuft. Epic Fail. Du wolltest uns ja nicht glauben. Nein, ich hab gegoogelt, ja, und in Google stand drin, hier, das läuft vielleicht, ja, und vielleicht kann man nichts falsch machen, habe ich gedacht. Mensch, aber doch, man kann eine Menge viel falsch machen. Wie auch immer, also da ist mir passiert, dass ich dann wirklich, wirklich Bock hatte, als ich mir den Soundtrack nochmal angehört habe und gedacht, yo, das musst du nochmal spielen. Ja, das ist bei mir meistens irgendwie, wenn ich so Mass Effect Musik oder so höre. Also, aber mir generell eigentlich fast jedes Spiel, was ich habe, hat irgendwie beiläufig noch einen guten Soundtrack, obwohl das irgendwie nicht wirklich wichtig ist bei dem Spiel meistens, weil irgendwie Splinter Cell oder so hat irgendwie für mich einer der besten Soundtracks, die ich bis jetzt hier in meiner Sammlung habe, obwohl das Spiel gar nicht so wirklich auf Musik spielt am Anfang. Ja klar. Also stimmt. Irgendwie nur für diese, sag ich mal, Fun-Modes wie Jagd oder Horde oder sowas alles. Und da hört man ja wirklich meistens nicht auf die Musik, aber die Musik davon ist so super. Mhm. Mir geht es dann immer schon so, wenn ich so, weißt du, den Halo-Soundtrack höre, dann ich, geil, fett, jetzt eine Partie Multiplayer, bam. Oh, geil, Loop-Session. Genau. Natürlich, das ist ja ein klassischer Indikator sozusagen, dass bei einem wieder die Erinnerung dann abgerufen wird, wie du dich damals gefühlt hast und wenn die Musik besonders eingängig oder bemerkenswert gewesen ist, dann funktioniert das umso besser. Ne? Und dann assoziierst du wieder die Gefühle, die du damals gehabt hast mit dem Spiel und würdest doch gerne mal einlegen, nochmal dir angucken. Sowas habe ich auch zum Teil dann bei gewissen Sachen, wo du jetzt keinen konkret dafür geschriebenen Soundtrack hast. Nehmen wir die GTA-Spiele zum Beispiel, ne, die dann eine Collage sind aus aktuell zeitgenössischer Musik, die dann dort gelaufen ist. Ich habe Vice City so oft gespielt, drauf und runter gespielt. Und das hat so perfekt mit dem 80er-Soundtrack dann so zusammengepasst, dass du dann auch, wenn du die Lieder dann dort hörst, ne, da teilweise dann auch eher an Vice City denkst und solche Geschichten, anstatt wenn du so ein Rennspiel hast, Burnout 3 damals bei mir. Da habe ich eigene Musik reingetan, was ich gerade aktuellen Soundtracks oder sowas dann gehört habe und habe das Spiel, glaube ich, über Monate hinweg gespielt und dort 3.000-4.000 Takedowns oder sowas gemacht. Du hast andere Soundtracks in Burnout reingetan, oder wie? Ja, natürlich. Ja. Das ist ja ein Autoradio, was du da reintust. Ne? Und wenn ich ein Auto fahre, da packe ich ja auch meine eigene Musik rein. Es ist ja nicht der, du kannst ja auch natürlich richtiges Radio hören, aber es gibt ja nicht den Komponisten für Automusik. Super Mario in Burnout. Videospielmusik eben, also Musik, die man sonst auch hören würde. Achso, ich habe gedacht, jetzt andere Spielmusik jetzt in den Das kann man, glaube ich, auch machen, wem einem das gefällt. Es gibt, was ich gemacht habe, war zum Beispiel beim richtigen Autofahren manche Videospielmusik reinzutun. Wenn du sowas hast wie Ridge Racer oder Wipeout, das ist, glaube ich, angebracht. Oder wo es ganz Takedown.
Wo es ganz, ganz schlimm wird, damals mit Crazy Taxi, wo die da... Red Hot Chili Peppers. Nee, Red Hot Chili Peppers, die hatten ja das eine Video gemacht, was ein bisschen dran erinnert, aber da war Offspring und Bad Religion drauf. Ach, richtig, Offspring. Ja. Und die Songs haben sich zwar ewig gleich angehört, aber die hast du ja sofort assoziiert, wenn du dann gehört hast, ja. Und krasse. Pack das mal ins Autoradio rein und hab vorher mal Crazy Taxi gespielt. Ich muss schon mich zurückhalten und gucken, okay, wie kann ich mit dem Auto jetzt hüpfen da drüber, damit ich da drüber komme. Das ist schon, kann schon einen sehr, sehr großen und sehr, sehr einnehmenden Effekt haben. Ich weiß nicht, habt ihr das auch teilweise, dass ihr bei bestimmten Spielen oder bei bestimmten Spielgenres einfach mal den Ton ausmacht und beim Computer dann zum Beispiel andere Musik laufen lasst? Zum Beispiel, Online-Zocken einfach. Ja, zum Beispiel MMORPGs, habe ich aber teilweise. Ja, okay, ich spiele Mädchen 2, da will man erwarten, das ist nur Scheißmusik. Ich habe das manchmal bei Sportspielen, also ich muss das, die Zuschauerkulisse und sowas muss ich immer noch hören, aber ja, ich tue dann schon mal gerne auch noch einen Soundtrack von irgendeinem anderen Spiel oder irgendwas anderes mit ein. Ja, Sportspiele generell sind ja eigentlich nur eine Musiksammlung, guck dir FIFA oder so an, da sind einfach nur die aktuellen Songs jetzt. Ja, aber während des Spiels, während des Matches, habe ich genauso wie Rodrigo. Das hole ich manchmal einfach mal, lass ich mal irgendwie bei meinem Laptop einfach mal Musik laufen und verputze dann meinen Online-Gegner, also das ist kein Problem. Ich habe das stellenweise noch bei Counter-Strike, wenn ich hier auf Public-Servern spiele. Einfach Ton aus, einfach so gut bin ich. Augen zu und alle wegporn, ne? Ja, aber das macht ja auch vollkommen Sinn, dann, wenn man solche speziell Online-Sachen, Shooter, Multiplayer-Games, Sportspiele, MMORPGs, dann spielt irgendwann... kannst es auch einfach nicht mehr hören, was da ist. Und du kannst auch fast schon im Schlaf diese Spiele mitspielen, besonders bei den MMO-Sachen. Du weißt ja, was du da abrufen musst und du musst dich nicht auf die Sounds, auf die Musik und alles konzentrieren. Also ich spiele solche Sachen eben nicht, deshalb habe ich nicht diesen, kann ich da nicht wirklich davon trennen. Ich muss die Musik dann auch anhaben, wenn ich spiele. Mir geht's jetzt zum Beispiel speziell bei GTA geht's mir so. Also das einzige Spiel von GTA, wo ich da jetzt nicht irgendwie einen anderen Soundtrack reingeworfen habe, weil auf dem PC kann man sich zum Beispiel eine MP3-Liste zusammenstellen, ne? Bei GTA, das wird dann als eigenes Radio dort angezeigt. Mhm. Ja, auf der Xbox dann auch. Auf der Xbox 1. Ja. Aber bei Vice City hatte ich das nicht gemacht, das war das einzige Spiel und bei allen anderen war es einfach so, dass ich mir meine eigene Playlist zusammengestellt habe, weil ich dieses Rapper-Gedudel zum Beispiel von San Andreas gar nicht mehr hören konnte. Radio aus bester Sender bei San Andreas. So, jetzt habe ich so zum Schluss die epische Frage an alle, jetzt muss jeder beantworten. Euer Lieblingssoundtracks, zum Schluss der Rubrik. Euer Lieblingssoundtrack Retro und euer Lieblingssoundtrack aktuell. Rodriguez, von links nach rechts hier von meiner Liste. Rodriguez. Wow, Lieblingssoundtrack Retro Final Fantasy VI. Lieblingssoundtrack aktuell. Puh, das ist schwierig. Ich würde wahrscheinlich echt Heavy Rain sagen. Oh, das ist natürlich ja. Wann haben wir noch hier Gattist Nico? Retro Donkey Kong Country 1-3 und aktuell Super Meat Boy. Nice. Ich glaube sogar wirklich Splinter Cell im Moment. Okay, dann Kai. Retro Vampire Killers von Castlevania 1. Halbwegs aktuell Kingdom Hearts 2. Das ist Sanctuary. Ja, und Gregor? Gut, Retro würde ich sagen, wird ein bisschen schwierig, aber wenn man sich auf eins einigen müsste, würde ich Xenogears sagen oder Xenogears auf der PS1 von Mitsuda. Ganz großartiges Ding. Und aktuell ist der Soundtrack von Nier sehr, 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 sehr gut. Mhm. Oh, den habe ich noch nie gehört. Da muss ich mal gleich mal reinhören. Weil ich das Spiel eigentlich nicht so gut, also nicht so viel Gutes davon gehört habe. Herzlich willkommen zu Gregor empfiehlt. Ja, mach mal ein anderes Mal. Ja, Retro bei mir wäre Chrono Trigger, und wenn das mal Retro bezeichnen könnte. Und aktuell würde ich, glaube ich, sagen Assassin's Creed 2. Ja, auch nicht richtig schlecht. Richtig, richtig geilen Soundtrack, finde ich. Ich habe da noch eine Sache, und zwar, wie steht ihr denn zu Popmusik in den Videospielen? Boah! Ja, Leonora Lewis. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ein Haufen drauf. So, das ist mein Kommentar. Das ist fast dieselbe Frage, wie ich eigentlich stellen wollte. Was ist der schlechteste Soundtrack, den ihr bis jetzt hattet? Final Fantasy 13. Also nee, nicht komplett. Nee. Also gut. Ohne Leonora Lewis ist schon in Ordnung. Nein. Also ich persönlich kann mit Pop gar nichts anfangen. Ich bin einer, auf der Arbeit quält mich schon immer, wenn ich Radio hören muss im Auto. Und wenn mein Geselle Dingens, aber ich bin froh, wenn mal WDR4 läuft oder so. Das ist angenehmer wie die ganze Pop. ist kein Scheiß. Ich höre mir lieber WDR4 an wie die weich gequälte Pop-Scheiße an. Wobei ich auch mehr so ein Typ bin, ich höre eigentlich nur Sachen, die nicht im Radio laufen. Ein Hipster, also. Du Öko. Schlechtes Soundtrack, fällt mir nichts ein.
Ja, du ich finde super, dass Popmusik läuft. Also ich bin auch da, ja. Ich steig da auch voll ein. Das, ich bin eh eine Pop-Hure, was die Musik angeht. Ich brauche Melodien, ich brauche Harmonien, ich brauche Gitarre, ich brauche Gesang. Oh, wie stehst du zu Leona Lewis? Das ist nicht unbedingt meine Art von Popmusik. Ja, aber ich hab da absolut nichts dagegen, wenn das dann so drin ist. Boah, es gibt also, ja auch bei Call of Duty ja immer bei den Trailern mittlerweile oder bei den großen Military-Shootern immer jetzt so prominente Sänger, so da gab's ja Eminem bei Medal of Honor. Nee, gar nicht, bei Call of Duty. Bei Call of Duty war es ja, glaube ich. Bei Linkin Park war bei Medal of Honor. Also das ist ja auch mittlerweile so, hey, wir versuchen jetzt mit einem coolen Trailer, mit einer guten Musik, das zu untermalen, dass die Leute sagen, gar, ich Bock drauf. Ja, halte ich auch irgendwie nicht von. Nee, spricht, also meiner Meinung nach spricht nicht dagegen. Ich glaube, der Eminem-Trailer ist ja sehr, sehr gut angekommen bei der, sagen wir, Call of Duty-Kundschaft, ja. Die ja da doch wahrscheinlich einen guten Überschnitt hat zwischen Eminem-Fans und Ego-Shooter-Spielern. Das Linkin Park-Ding hat nicht so gut funktioniert, weil leider das Linkin Park-Album scheiße ist, das neue. Aber zu viel, ne? Aber bei älteren Sachen hätte es wahrscheinlich ein bisschen besser geklappt. Aber das spricht nichts dagegen, weil da hustet ihr auch nochmal ein bisschen Star-Power sozusagen mit dran und macht die Spiele ein bisschen wertiger in den Augen der meisten Leute, die jetzt nicht unbedingt nur aufs Spiel drauf gucken. Also auch gerne, wenn die dann die richtige Kombination finden. Ich fand's auch geil, ein Soundtrack, den ich unbedingt noch erwähnen möchte, war bei, ich glaube, Pro Evolution Soccer 2008. Yetiven kennt bestimmt den I Want To Go. Na? Nein. Alter. Ach, der war großartig. Alter, ich weiß doch jetzt nicht von Pro Evolution Soccer 2008. Der kam, ja, oder 2009, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatten sie ein Jahr später, hatten sie den Soundtrack nicht mehr drin und alle fanden ihn großartig. Also es gab verschiedene Internetforen, in denen der hier zum besten Pro Evolution Soundtrack ever gewählt wurde und sowas. Und ein Jahr später war der Soundtrack nicht mehr drin. Die Leute waren alle enttäuscht. Aber wenn du deine Konsole nach einem Spiel noch eine halbe Stunde angelassen hast, wurde er von den Fans quasi im Stadion nachgesungen. Nice. Aber man das muss war auch richtig sagen, geil. Die Lieder von Pro Evolution Soccer sind immer schlecht. Ha! Oh. In your face! Darüber reden wir nachher noch, weil ich komme vorbei. So. Damit bist du jetzt leider Ben. Ja, ja. So, wäre fertig hier mit dem Main Topic und kommen jetzt weiter zu Braucht man das? Game. Hallo und willkommen bei Braucht man. Es kommen jetzt in den nächsten zwei Wochen, beziehungsweise den Freitag, also den gestern habe ich auch noch mitgenommen. Es kommt raus. Mass Effect 2 für die PS3, Little Big Planet 2 für die PS3, Mario Sports Mix für die Wii, Black Ops First Strike, Multiplattform und Dungeons für den PC. Mhm. Also, was haltet ihr jetzt allgemein von den Titeln? Du kannst ja, glaube ich, dann einmal... Ich glaube, die konnte ich mir jetzt nicht alle hintereinander merken, ne? Muss ja wohl dann mal einen Titel nennen, dann können wir, glaube ich, einsteigen. Also, fangen wir an. Little Big Planet 2 ist bis jetzt am 21.01. rausgekommen. Ja. Hat jemand von euch den ersten Mal ein bisschen ausführlicher gespielt? Niemand. Ich habe nur die Demo gespielt. Ich fand es eigentlich nicht schlecht. Ich wollte es mal kaufen, aber... Das ist auch ein sehr, sehr spezielles Ding gewesen. Ich habe damals den Test in der Game One-Sendung damals den ersten gemacht und für Little Big Planet damals Werbespots gebaut für Sony. Also Sony hat Werbespots bei mir in Auftrag gegeben, die bei MTV, Viva und Comedy Central gelaufen sind, wie so Einzelmännchen-Spots. Zwischendurch dann einzelne Sachen, wo ich dann so kleine Clips gebaut habe, 5 Sekunden, wie Klippenspringer springt runter und wird dann von der Taube gefressen, bevor er im Wasser ankommt und solche Geschichten. Und habe mich deshalb sehr, sehr tief in das Spiel oder in den Editor dort reingegraben und schon gesehen, das kann ein sehr, sehr spaßiges Ding sein, aber du musst natürlich den Nerv und die Energie haben, dich darum zu kümmern, selber Spiele zu bauen. Ansonsten wirst du genau wie beim zweiten Teil, der sehr, sehr ähnlich zum ersten ist, mit ein paar mehr Features, keinen großen Zugang finden. Ist es dann nicht so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Bock drauf hast, die Sachen jetzt selber zu bauen, dass du dir einfach den Online-Content runterziehen kannst von anderen Usern? Mhm. So ist es beim ersten Teil auf jeden Fall gewesen. Beim zweiten, ich glaube, es ist ein Teil von den alten Content noch verfügbar, den du machen kannst. Es ist auch so knapp 7-8 Stunden vorgefertigter Content drauf. Wenn man dafür also 60-70 Euro für einen 7-8 Stunden Jump'n'Run ausgeben will, was an sich aber auch schon ganz gut gemacht ist, dann und nicht selber bauen will, kann man es auch gerne machen. Das ist auch schon ganz nett. Und dann musst du dir sonst zusammensuchen, neue Levels, die du baust. Aber wenn du gar keinen Bock auf selber basteln hast, wird es ein bisschen schwierig, finde ich, dann dir das zu argumentieren. Man muss sich vorher einmal angucken oder ausprobieren oder zumindest den ersten Teil für ein paar Euro sich nochmal kaufen, wo man drauf anspringt. Weil an sich ist das schon eine ganz coole Sache und man kann auch sehr, sehr viele schöne Sachen dann damit bauen. Ich habe auch neben den anderen Spots auch noch für die Simpsons Werbespots gemacht und damals für die MTV Game Awards 2009, wo Sido dort gewesen ist, eine Laudatio, wo er und B-Tide als kleine Sackboy-Figuren rumgelaufen sind und einen Preis angekündigt haben. Das habe ich damals auch gebaut.
Und wenn du dann einmal drin bist, kannst du da echt viele coole Zeug anschauen. Das macht auch extra nochmal Spaß. Aber natürlich, wenn ich jetzt nicht mit der Arbeit dadurch konfrontiert worden wäre, hätte ich nie den Nerv gefunden, mich da einzufuchsen. Und das dauert seine Zeit ein bisschen, bis man es hat. Also du musst schon ein paar Wochen dich vernünftig dran setzen, bevor du da gute Sachen bauen kannst. Ist das denn so, also Sony hat zum Beispiel angekündigt, hat gesagt, hey Leute, wenn ihr Little Big Planet 2 habt, braucht ihr zum Beispiel Mod Nation Racer nicht, ihr braucht dies und das nicht. Ihr könnt dann quasi die ganzen Spiele euch hier selbst zusammenschustern und euch den Content runterladen und habt somit ein Jump'n'Run, ein Rennspiel und alles in einem. Kann man das so sagen? Also, was ich bisher davon gesehen habe, ich habe das jetzt nur oberflächlich mir angeguckt, bei mir hat das dann einer meiner Redakteure dann gemacht für Play. Beitrag kommt eben dann auch am Montag dann online. Dass die Tools, die da eingebaut sind, sind sehr, sehr ähnlich zu dem ersten Teil. Du hast da Pop-Up-Menüs, wenn du irgendwas machst und hast jetzt die Möglichkeit, viel variablere Genres zu machen, nicht nur Jump'n'Runs, sondern eben auch Shooter und Rennspiele und so weiter. Aber für die Zeit, die ich mich damit beschäftige, konnte ich auf Teufel komm raus nicht sehen, wie ich da einen Shooter bauen soll. Weil dieses Menü, also es gibt nicht den Button und jetzt bist du im Shooter-Modus und kannst dein Flugzeug aussuchen oder irgendwie sonst was machen, sondern du musst dann dich noch wesentlich mehr reinfuchsen als bei dem normalen Jump'n'Run, bevor du dann irgendwas da bauen kannst. Du kannst sehr, sehr viele kräftige und schöne Sachen dort machen, aber da musst du auch dann dir wirklich mal ein paar Wochen Zeit für nehmen, denke ich mal. Viel mehr als du, als was du sonst machen würdest. Ist denn so, dass jemand, der sich jetzt überhaupt gar nicht mit der Materie auskennt, jetzt mit einem Level-Design oder überhaupt irgendwie mal was zusammen gemacht hat, ob er da einfach per Drag-and-Drop die Sachen zusammenschustern kann? Klar, oder? So funktioniert das ganze Spiel ja auch. Ja. Es ist, wenn du dir sagen würdest, du hast als Alternative sonst irgendwie C++ Programmierumgebung und CAD-Tools und 3D-Maya-Design und wie die alle Spieleentwickler-Tools heißen, dann ist es natürlich ein nicht mal 0,001% des Aufwandes, den du für gute Spiele dort reintun musst. Aber es ist immer noch natürlich als Gamer, muss ich sagen, setze ich mich jetzt hin und schaue mir Ingame-Tutorials für 2-3 Stunden an, um die einzelnen Features mir anzueignen und dann probiere ich sie aus über Tage, über Wochen, um zu gucken, wie die Mechanik funktioniert, wie die Hydraulik der einzelnen Sachen dann da läuft, wie kann ich was bauen. Für gute, komplizierte Sachen musst du investieren. Du kannst auch sehr schnell einfach mal dir einen Zeichenstift rausholen und dort eine Schnecke bauen und dann drauf herumreiten. Das geht auch. Also einfach mal ausprobieren, würde ich da sagen, weil da kann jeder nie wissen, ob er wirklich drauf anspringt oder nicht, weil es dann eben doch kreatives Tool ist, was aber auch immer noch Zeit braucht, um sich da reinzufuchsen. Was haben wir denn als nächstes? Wir hätten noch ein DLC oder eine Erweiterung für Call of Duty Black Ops. Oh, und die bringt bestimmt wieder nur 3 Maps. Online-Spiel für die PS3 wahrscheinlich. Ja, ja, für die PS3 sehr sinngemäß. Ja. 3 Maps für 15 Euro oder so. Genau. Ne, hätten wir zum Beispiel jetzt noch Dungeons, das ist ein Rollenspiel. Kommt jetzt am 4. Februar raus. Ist auch in der nächsten Game One-Folge dann mit dabei. Oho. Nächsten Mittwoch. Ist Dungeon, ich glaube, ein Dungeon Keeper-Ableger, so wie ich es mitbekommen habe. Ja. Also ähnlich wie, da gab es doch diese andere Gaming-Kopie von so einem, von dem Entwickler, der sich an einem anderen Spiel orientiert hat. Mir fällt das jetzt hier an, da hat der Kollege von Game One, der es gemacht hat, mir das mal kurz gezeigt. Ist auf jeden Fall ähnlich wie Dungeon Keeper, nur mit neuer, moderner Grafik. Also, was ich jetzt so gesehen habe, fand ich es nicht schlecht. Also, es ist wieder so leichte Vogelperspektive. Halt, ja, Dungeon Keeper-Style. Ist nicht schlecht. Sind dann denn die Entwickler von Dungeon Keeper dahinter dran oder haben sich da viele Leute? Nee, das sind komplett Leute, die einfach das Konzept genommen haben, haben Keeper draus gestrichen, das nur Dungeons genannt. Und bei Manu war es ja Peter Molyneux, glaube ich, damals. Und der ist eh beschäftigt mit Geldseelen momentan. Ja. Und also der Kollege, der es bei Game One gemacht, der meinte, der hatte auch Bock, das selber zu spielen, jetzt wo der Beitrag fertig ist. Weil das hat ihn doch dann schon, hat einen guten Nerv getroffen. Also wieder gut geklaut. Ja, gut geklaut ist halb gewonnen und halb verkauft oder so. Also dann sowas, es muss ja nicht immer das Rad von neuem erfunden werden. Du hast schon lange kein gutes Dungeon Keeper Spiel mehr. Also gerne her damit, was brauchst. Ja, aber sonst noch rausgekommen ist, wäre dann Mass Effect 2 für die PS3 am Freitag. Sind ja nicht schon irgendwie ein, zwei DLCs oder so dabei oder sowas? Ich meine, da ist alles dabei. Alles. Das ist cool. Super. So ein Scheiß, warum habe ich mir das für die Xbox gekauft? Da habe ich mich gestern auch gefragt. Ich habe es gestern installiert auf der PS3 hier nochmal. Ich habe Mass Effect 2 bereits durchgespielt mit allen DLCs auf der Xbox und hätte ich doch ein bisschen was an Geld sparen können, wenn ich mir den ganzen DLC nicht gucken ganz ehrlich. Und das Beste dran, in der deutschen Version kannst du endlich auch mit englischen Stimmen spielen. Geil. Das ist doch beschiss, ich will mein Geld.
Wie sieht das so aus? Weiß jemand, ob Mass Effect 1 dann auch irgendwann kommen wird? Nee, nein. Mass Effect 1 ist ja von Microsoft noch. Oder mit Microsoft. Wenn die Rechte irgendwann ablaufen oder wie? Genau, Microsoft hat mitbezahlt, mitentwickelt am Spiel. Das ist auch über Microsoft erschienen, deshalb wird es nie auf PS3 kommen. Dafür ist da jetzt so ein interaktiver Comic mit dabei, der so 5 Minuten geht, der dir zeigt, was die Ereignisse gewesen sind im ersten Teil, wenn du den nicht kennst. Und du kannst dort die Entscheidungen, die du im Spiel triffst, welche Figuren dort sterben oder mit wem du dort interagierst oder nicht interagierst, das kannst du in diesem Comic dann einmal auswählen. Das ist so, als ob du dann deinen alten Spielstand importierst. Also ist es auch kein Problem. Ganz gute Lösung gefunden. Ich hätte es auch gerne den ersten Teil auf PS3 nochmal gesehen, weil auf Xbox war damals ein bisschen technisch. Gnadenlastig. Ja, also ich hatte auch Probleme damals mit Discrete Errors, dass mein Laufwerk nicht vernünftig funktioniert. Und dann war halbe Stunde, eine Stunde Fortschritt weg, wenn ich nicht alle 5 Sekunden gespeichert habe. Und da wäre es schön, wenn ich das nochmal auf der PS3 ohne diese Probleme erleben könnte. Aber okay, dann hat nicht sollen sein. Aber trotzdem, Mass Effect 2 immer noch bestes Spiel letztes Jahr meiner Meinung nach. Und dieses Jahr wird es, für die PS3 Leute, die es noch nicht kennen, wird es auch mit eins der besten des Jahres sein. Mit DLC umsonst. Ist das denn so, Mass Effect 2 auf der PS3 soll dann mit der Mass Effect 3 Engine laufen? Ja, so viel Unterschied ist das aber nicht. Ist das nicht? Also grafisch und so auf keinen Fall. Also würde ich sagen. Nee, ich habe also wahrscheinlich, es gibt etliche Webseiten, die, denke ich mal, so das direkt nebeneinander gestellt haben und dort dann Pixel zählen und alles. Das ist sowieso immer sehr viel, ja, wie wenn man es dann so Frame-Gewichse. Ne, ich guck mal, da ist eine Kante mehr bei dem Spiel, das ist scheiße. So, genau, das gleiche bei Final Fantasy 13 damals, das fällt dir im Spiel natürlich nie auf. Ja, und wo ich gestern nochmal ein Stündchen lang gespielt habe vom Mass Effect 2 auf der PS3, du siehst keinen Unterschied als normaler Mensch zur Xbox oder Version. Wahrscheinlich zur PC-Version schon, wenn du einen hochgezüchteten PC hast, aber es macht gar keinen Unterschied. Ja, wie sieht es mit den Ladezeiten aus? Ich kann mich noch erinnern, dass die Ladezeiten mich mächtig aufgeregt haben. Ja. Echt? Also bei mir eigentlich nicht bei Teil 2. Doch, ich fand sie auch ein bisschen bei 2 war es schon schlimm, vor allem wenn du dann irgendwann zu Ladezeit dazu kommst, ich will auf den Planeten fliegen, pack mal Disk 1 rein. Ja, okay, das ist nicht mehr da ist. Das ist natürlich lächerlich. Es müsste besser sein, es hat ziemlich lange installiert gestern, muss ich sagen. Ne? Also eins der Spiele, die wahrscheinlich so 20, 25 Minuten installiert haben. Ja, da sind ja auch alle DLCs und so nochmal drauf, also. Genau. Und, aber du musst trotzdem nochmal 600 MB runterladen, wenn du es installierst, weil da ist ja wieder dieser Cerberus-Code mit dabei, damit du, die Online-Sachen da freischalten kannst. Also so ein Bonuscharakter, der mit beigepackt ist. Und das ist nicht auf Disk vorhanden. Du musst zwar den Code eintippen, das ist klar, aber das musst du nochmal für 700, 600 MB runterladen. Und ich konnte erst gestern so eine Stunde später anfangen, nachdem ich die Disk überhaupt eingelegt habe. Also auf jeden Fall bekommt man mit Mass Effect 2 auf der PlayStation 3 eine Menge geboten. Muss mal gucken, ob einem das der Preis von, ich glaube, die wollen wieder 70 Euro dann dafür haben. Ungefähr 60, 70 Euro. Und natürlich kriegst du Mass Effect 2 für den PC und für die Xbox mittlerweile nachgeworfen für den 10er. Ja, aber... Also da selbst mit dem DLC bist du nur bei der Hälfte des Geldes. Aber kannst du trotzdem mal gucken, wenn du nur eine PS3 hast, ist es sicher eine sehr, sehr sinnvolle Alternative. Oder weniger Platz im Regal. Was haben wir noch? Irgendwas von Mario, ne? Ja, hier. Ja, Mario Sports Mix. Kommt am 28.01. raus. Oh, aber geil, da freu ich mich drauf. Ich nicht. Nein, weil ganz ehrlich, ich finde die Mario-Spiele, also die Sportspiele von denen eigentlich immer richtig gut. Also hier sowas wie Mario Fußball, Mario Tennis oder so. Ich fand sie immer genial, dass sie jetzt eigentlich ein Spiel daraus machen. Mario Heizkostenabrechnung. Richtig. Ne, Baustellen-Simulator, Mario Bros. Ja, hallo. Ist das eigentlich Partyspiel oder sind da einfach ein paar Spiele? Ja, das ist auch wieder Party. Party. Das ist doch, das war ja Mario Party mit Vimo, wie heißt die nochmal, mit den V-Avataren, das war ja hier V-Party, hieß es ja, ne? Ja. Sportsmix ist so ein paar, so Basketball und solches Gedöns, oder nicht? Ja, das kommt halt vier Leuten zu spielen. Also quasi V-Sports mit Mario. Ja. Genau, Konsorten. Ich werde es mir mal angucken, wenn es da ist. Momentan bin ich noch schön bei Ghost Trick mit dabei. Da übrigens auch der Beitrag dazu bei Game One nächste Woche. Mhm. Am Mittwoch. Wenn es ein Nintendo-Ding sein soll, holt euch Ghost Trick, sage ich nochmal. Oh, Ghost Trick ist super. Ist ein tolles Spiel. Haben wir vor 2 Wochen darüber geredet. Ja, ist fantastisch. Ist wirklich ganz, ganz großartig. Nächsten Mittwoch bei Game One. Großartig. Bei Playcast habt ihr es zuerst gehört. So, dann wären wir fertig mit Braucht man das und gehen jetzt weiter direkt zur Fragerunde. Waldgespräche. Wow, Nico, wie siehst du denn aus? Ich hab grad Schule geschwänzt, so musst du wegrennen. Oh, nee, oder? Scheiße, kein Wunder, bist du so verschwitzt. Weißt du, was du zur Entspannung machen könntest? Mich erstmal hinsetzen. Dich hinsetzen mit deinem Notebook und auf facebook.com/awesomeplaycast gehen, um dich zu entspannen. Okay, das werde ich tun. Ja, das solltest du unbedingt tun. Nachdem ich mein Notebook geholt habe.
Tu das. Jetzt sofort. Renn. Los. Renn. 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 Nein. So, herzlich willkommen, wir sind wieder bei der ultimativen Fragerunde, bei denen wir total spontan irgendwelche Fragen, die wir uns in unserem kranken Hirn ausgedacht haben, schon beantworten werden. Und der Chetin hat sich da eine ziemlich krasse Frage ausgedacht, die er uns jetzt erzählen wird. Stellt euch vor, ihr geht zu 47 und man hat halt ein Ziel, man will halt eine Videospielfigur liquidieren lassen von ihm. Welche wäre das? Navi von Zelda Ocarina of Time. Ich weiß nicht, ob es in anderen Teilen auch noch drin war, ich habe nicht alle Zelda-Teile gespielt, aber Navi. Vier Buchstaben, Navi. 47, töte, ja, Navi. Okay. Und dann fährt er mit dem Navi dorthin und tötet die Navi. Boah, Wortspiel. Hey, hey. Ja, gerade, dass mein Mikro gar nicht drin war. okay, wo ist diese verdammte Navi? Ich muss sie irgendwo... Hey, listen. Ja, da ist sie. Ja, aber es wäre voll unfair, ey. Man geht da einmal hin und dann macht er einmal Klatsch und fertig. Da kannst du sogar mit Super Mario hingehen. Das macht wo brauchst du keinen 47, ey? Jeder, der gegen 47, der 47 Ziel ist, ist in einer unfairen Position irgendwie. Ja, okay, du hast du auch natürlich recht. Außer Chuck Norris. Ja, nein, auch der hat seine Probleme. Es wäre erkannt werden. Ich überlege gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte gerne, dass die Blumen in Flower von 47 steht auf der Blumenwiese. Nimm so ein Rasenmäher. Ja. Mit dem monotonen Blick einfach. Die Leute schauen ihn einfach zu. Nee, das Lustigste ist ja, wenn er sich. Er muss sich da einschleichen und verkleidet sich als Blume und steckt sich so zwischen den anderen Blumen. Oder verkleidet sich als Biene. Ja, er killt eine Blume und ihre Klamotten an. Geil. Ja, und Kai. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt keiner ein. Keinen, den du hast? Niemanden, den du gerne. Ja, doch, von Lost Odyssey. Wen? Den Dingens. Den Bösen da, den Magier. Gorunga, wie heißt der nochmal? Mir scheißegal, der soll sterben. Gongora, sag ich mal. Mir scheißegal, der soll sterben. Ja, der ist ein Bilder, reicht ja wohl. Spoiler dich, am Ende suchst du es. Boah, Arschloch. Alter. Oh, meine Fresse. Du, nein, nicht du. Danke. Er soll sterben, er stirbt, Mann. So. Also du besiegst ihn, ist doch klar. Du Arschloch, verrat das doch nicht. Halt die Klappe, okay. Hallo, ich mein, okay, Entschuldigung. Toll, spielt was aus. Ach ja, am Ende... Ja, ist schon in Ordnung. Chetin, wen hast du dir überlegt? Matt aus Gothic 3, Gothic. So. Ach ja, stimmt. Ich hasse diesen Typen einfach. Oh Mann, ey, diese Nervensäge. Er ist einfach so nervig die ganze Zeit. Ja, wohin gehen wir jetzt, Max, oder... Ach, ist noch was eingefallen. Das hat ja schon. Stimmt. Der Matt auf jeden Fall ein Typ, den du halt in einem alten Lager triffst und der sagt von vornherein, du triffst ihn an und sagst, ja, ich bin jetzt dein neuer Freund, ich lauf dir hinterher und dann läufst du hinterher und immer läufst halt irgendwie rum und dann kommt wieder eine Sequenz, wo er dann anfängt zu labern, so, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag dich jetzt schon richtig gern, weißt du, und du denkst dir schon so, boah, verpiss dich, und du sagst, verpiss dich, warum bist du denn so heute so schlecht gelaunt, weißt du, so, also zum Kotzen. Man merkt einfach, am Anfang ist es so, boah, cool, ich hab da noch einen Typen, der hinter mir herläuft, der hilft mir, und dann nervt er die ganze Zeit einfach so. Dann merkst du, was für eine Nerven sind. Also guter Humor auf jeden Fall. Den habe ich sogar umgebracht. Pikachu aus der gelben Edition, das ist ja auch die ganze Zeit hinterher gedackelt. Das ja, scheiß wie. Pikachu hat das gelabert. Oh, das war so süß. Halt die Fresse. Kai, deine Frage. Meine Frage, okay, das kann jetzt was dauern. Also, stellt euch vor, Videospielcharaktere gründen eine Rockband. Punkt 1. Sie sind total erfolgreich, steigen auf, dann aber Drogenexzesse und schlag mich tot. Und jetzt sind diese 4 bis 5 Videospielcharaktere in einer Reha-Klinik, wo ihr Doktor seid und ihr müsst die 5 Videospielcharaktere, die ihr euch aussuchen dürft, wieder auf ihr eigene Spielwelt vorbereiten. Wow. Das ist aber wirklich eine ganz, ganz lange Frage. Ja. Also das heißt, es geht darum, wie bereite ich sie auf ihre eigene Welt wieder vor, oder wie? Ja. Also mir ist spontan erstmal eingefallen Left 4 Dead 1, weißt du, diese Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da hat es so ein Musikvideo von. Echt? Ja, das war, glaube ich,
bin mir nicht sicher, aber ich denke, das war Left 4 Dead 1. Also die Charaktere von Left 4 Dead 1, mir fallen die Namen jetzt auch nicht ein. Mhm. Vielleicht war es aber auch der zweite Teil. Erschlagt mich bitte, wenn ich es falsch gesagt habe. Ja, wenn die tatsächlich diese Rockband gründen, die ziemlich cool abgegangen ist in diesem Musikvideo, dann, wie ich sie darauf vorbereiten würde, ja, wahrscheinlich würde ich sie vollpumpen mit irgendwelchen Medikamenten und einfach sagen, draußen, da sind lauter Zombie-Ärzte. Wow, ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Ich bin der letzte Überlebende. Und dann würden sie rausgehen, wow, bitte, und dann kommt von neben dran der Fette aus der Kantine, oh, was ist denn hier los? Ich wollte eigentlich sagen, ja, so also meine Rockband besteht halt aus Figuren von Fallout 3 und um sie auf ihre eigene Welt da einzustellen, werde ich erstmal die ganze Welt an einer atomaren Nuklearkatastrophe, dass sie sich ungefähr drauf einstellen können. Und dann du bist ein guter Arzt, ja? Ja, ich weiß, ich bereite sie genauso vor. Ich mache alles kaputt, ich lag die ganze Welt in die Luft, so wie bei Fallout 3. Jetzt könnt ihr ungefähr euch meditieren und dann geht ihr wieder zurück in eure Welt. So, und ich sitze immer noch in einem kaputten Haus mit verseuchtem Wasser. So. Du brauchst deine Pfeife und singst ein trauriges Lied. Ja, genau. Hey, Link. Ja, die ganzen Spartans eventuell. Dann legst du den Waffen auf den Tisch oder sowas, keine Ahnung, und sagst dann, da draußen sind Aliens. Aber was passiert, wenn sie rauskommen? Das sind gar keine Aliens. Ja, warte, ich sag dann einfach, das sind, wie heißen diese? Na, wie? Scheiße, diese Virenviecher. Ach, die Flott. Ja, genau. Flott. Das sind flottbeseuchte Menschen. Ja, Politiker, pass auf, das sind alles flackverseuchte Menschen. Bring sie um. Ja, bring sie um. Aber da sind gar keine. Und jetzt, okay. Das müsste natürlich in einer Stadt passieren, die du überhaupt nicht leiden kannst. Ja. Ich werde da natürlich keine Stadt nennen. So, das bleibt eure Fantasie mal das. Insert in your hate Stadt oder sowas. Ich glaube, die Stadt ist uns allen eingefallen. Ich weiß ja nicht, welche du meinst, aber... Ich auch nicht. Nein, Spaß. Das klären wir gleich. Ja. Jo, meine Frage ist... Nee, ich muss noch sagen. Oh, tatsächlich. Sag mal. Ja, Charaktere aus Final Fantasy X und dann würde ich die einfach mal ein paar Tage mit dem Sparrowblatt spielen lassen. Ich kann mich selber aufleveln, geil. Und mir Penislänge, boah. Bam. Und dann kriegen die, und die kriegen immer einen Stromschlag, wenn sie dann irgendwelche Scheiße denken, die nicht zu Final Fantasy gehört. Ah, korrekt, ey. Schöne Intelligenz nach vorne, weil da habe ich noch überhaupt keine Sternchen vergeben. Oh, Intelligenz nach vorne. Wenn ich intelligenter bin, kann ich auch bessere Texte. Ja, gute Idee. Wow, okay, jetzt kommt meine Frage und zwar die lautet, ihr seid Superman für einen Tag. Und stellt euch vor, zur gleichen Zeit wird Megan Fox wohl mit einem Jumbo-Jet abstürzen und auf Barack Obama fällt ein unheimlich großer Amboss. Wen von beiden würdet ihr retten und warum? Wie weit ist das auseinander? Unmöglich, beide gleichzeitig zu retten. Boah, Arschloch. Ich würde keinen von beiden retten. Ah, nee, ich würde so schnell und so lange um die Welt hier rumfliegen, bis die Zeit sich zurückdreht. Cheater. Cheater. Wenn ich auch ganz ehrlich bin, also ich kenne das Gefühl, weil ich bin ja jeden Tag Superman. Mhm. Und also diese Gefahren habe ich öfter. Ich meine, ich habe John F. Kennedy auch nicht retten können und deswegen rette ich Obama auch nicht. Ich rette Megan Fox. Weil? Weil es sie danach dir geben kann, damit du dies durchführst und ich guck dabei zu. Was? Ja! Nee. Nico? Kai? Ah, was? Ich hab doch schon gesagt, ich würde die ganze Zeit um die Welt rumfliegen, bis die Zeit sich zurückdreht. Das ist dein... Ja, okay. Ganz einfach. Ganz also, einfach, dann sag ich Megan Fox nämlich, die soll nicht dahin dingen und die soll nicht mit dem Jumbojet fliegen und Barack Obamas rette ich dann einfach, ganz einfach. Habe ich beide gerettet. Ich rette keinen. Ganz einfach. Was machst du denn dann anstelle von dieser... Ich würde nur ganz jetzt Scheiße machen mit meinen Holst Kindern. Dir einen runter. Du wärst so wie Hancock. Ja, genau. Ich wäre aber lieber Hancock, hat er recht. Ja, ne. Wenn du schon Superman will. Wer will Superman sein, wenn er Hancock sein kann? Oder Sohan oder Chuck Norris? Wieso muss ich immer Leuten helfen, nur weil ich Kräfte habe, die einfach natürlich sind für einen Tag? Hallo, hast du Spider-Man nicht gesehen? Mehr Kraft ist mehr Verantwortung. Große Kraft erfordert mehr Verantwortung. Ja. Das ist so ein schwuler Spruch einfach. Nein, das ist gut. Dieser ethnische Schwachsinn einfach. Du belastest dich damit nur. Du willst damit sagen, dass Onkel John falsch lag? Ja, er lag die ganze Zeit falsch. Das siehst du auch am Spion. Wenn Peter packt... Oh mein Gott. Dann läuft bei ihm alles viel besser.
Ja, dann läuft das Emo rum, meinst du? Oh, mein Onkel ist tot, aber ich hab Superkräfte. Oh, ist tot. Oh Mann, was halt schon wieder zu. Ich hab mir überlegt, ich glaube, ich würde Barack Obama retten, weil er irgendwie einerseits ein ganz netter Typ ist und weil ich mir nicht vorstellen kann, so einen Tiefkühlpommes-Werbeträger als mächtigsten Mann der Welt an der Spitze zu sehen. John McCain. Ja, warum nicht Megan Fox? Ja, da musste ich eine Weile überlegen, aber naja, es war eine super tolle Frau, aber die Rolle in Transformers 3 wird jetzt wohl von einer anderen übernommen, also tut sich da nichts ab. Und sie nicht mehr, ne? Es gibt ja, noch, und die mehr. Frau wird ja eh nur älter, also ja, was soll's. Noch heiße Schnitten. Auch wenn mich ein paar deswegen verurteilen möchten, hey, ich rette Megan Fox wahrscheinlich. Du willst, gibst du so, du willst auf Barack Obama daten. Ja gut, jetzt wo wir unter uns sind und sonst niemand zuhört, kann ich das ja wohl sagen. Ja. Oh. Ja, meine Frage ist, was ist der, oder wo, an welchem ungewöhnlichsten Ort habt ihr jemals gezockt? Ungewöhnlich. Oh, ungewöhnlich. Toilette ist wahrscheinlich da schon... Ja, das ist Standard, hallo. Geht nicht mehr, das ist ungewöhnlich. Ja, ich weiß so. Ich bin in der Türkei gewesen und da bin ich irgendwo in eine Lagerhalle rein und da standen plötzlich alle so PS2-Konsolen und riesen Fett-Fernseher und da hast du dich halt hinsetzen können und zocken können in dieser Lagerhalle. Mir fällt das spontan was ein. Ich hab nämlich, sind wir mal nach Ägypten geflogen bei meinen Eltern und weil ich da schon ein bisschen älter war, habe ich da mein eigenes Apartment bekommen. Es waren noch ein paar Bekannte da, auch ein paar jüngere Kinder und sowas. Und meine Eltern haben mir damals gesagt, hey, du darfst einen Koffer mitnehmen bis, ich glaube, das war bis 20 Kilo, glaube ich, ne? Ja. Darf man mitnehmen, ne? Und ja, ich habe dann meine kompletten Sachen reingetan, weißt du, lange Pullis oder so, wo du dachtest, ja Mensch, das braucht man vielleicht irgendwann mal und habe das dann gewogen und dann war ich immer noch bei, keine Ahnung, 12, 13 Kilo, habe dann noch Schuhe rein und was ich was, dann war ich bei 15 Kilo oder so und habe gedacht, Mensch, was mache ich denn jetzt? Zu dem Zeitpunkt hatte ich eine PlayStation 2 ausgeliehen von meinem Kumpel, die habe ich dann eingepackt. Irgendwann war es dann mittags um 45 Grad und man konnte nicht rausgehen, weil man sonst gegrillt wurde oder sowas, ne? Und dann habe ich die angerufen vom Apartment aus, weißt du, so intern und habe gesagt, Leute, kommt mal vorbei. Und dann haben gesagt, ja, warum? Ist so heiß und so ein Zeug. Wir gehen jetzt nicht an den Strand. Ich gesagt, ey, kommt einfach mal vorbei. Ne? Also vorbeigekommen und ich hole aus meinem Koffer, zack, die PlayStation 2 raus. Also, wow, geil! Zocken! Und dann haben wir tatsächlich in Ägypten im klimatisierten Apartment PlayStation 2 gezockt. Ist ja geil. Ja, ich glaube, bei mir war das, ich habe mich früher als kleines Kind immer oben aufs Dach draufgesetzt. Wie? Und dann hast du von da aus Gamer gespielt oder was? Wie Pippi Langstrumpf. Ja, quasi. Also, oder vielleicht hast du einfach nur, ein Fernglas genommen, hast irgendwo in ein Nachbarsding reingeguckt und da ja, natürlich. Ja. Und wenn das ein Gamer gespielt, verdammt, das ist aber richtig schwer. Und schaut dann ins Fernrohr und dann spielt er wieder Pokémon. Ja, und dann nimmt er wieder einen Controller in die Hand und dann spielt er den was der Nachbar sieht, so. So, lauf nach links. Nein, nach links, nicht nach rechts. Ach, scheiß Pech. Ja. Ich hab dann da oben immer hier Gamer gespielt. Zelda. Und das ist aber echt krass, so über den wie sagt man, über den Dächer der Stadt. Ich habe in einem halben Dorf gewohnt. Was für Stadt. Mach das nicht runter, den Spruch. Der Spruch ist gut. Ja, meine Antwort wäre, ich habe mal beim Kollegen, damals habe ich meinen Laptop von meinem Vater mitgenommen. Ich bin dann irgendwie nachts ganz früh mit einem anderen Freund nach Hause gefahren und war dann halt bei Burger King am Hauptbahnhof und musste auf den Zug warten über 2,5 Stunden und habe dann einfach meinen Laptop ausgepackt und habe dann halt Max Payne gespielt, so weißt du. Mit 4 Uhr in der Nacht Burger King. So was Ähnliches habe ich auch schon gemacht. Wenn ich zu meinem besten Kollegen, weiß ich wohne in Duisburg, der wohnt in der Nähe Münster, ist halt mit der Bahn immer eine Stunde Fahrt. Und in der Bahn setze ich mich dann halt immer auf so ein Vierfach-Dingen, Laptop raus und zur Counter-Strike. Ja, hab ich auch mal gemacht, wenn ich von der Uni nach Hause gefahren bin oder sowas mit ein paar Kumpels, dann hat jeder seinen Controller dabei gehabt und Pro Evolution Soccer ausgepackt und in der Bahn gespielt. Auch immer großartig gewesen. Ach, das waren Zeiten. Irgendwann mal wieder. Da sind wir ja fertig, oder? Ja, da sind wir fertig hier mit der Fragerunde. Jo, wir möchten uns erstmal bedanken bei den ganzen Leuten, die Playtube-Videos reingestellt haben, die uns auch auf unserer Playcast-Seite besuchen. Nochmal auf play-cast.de, da könnt ihr irgendwelche Fragen zur Ich hab da mal eine Frage oder wenn ihr sonst irgendwas wissen möchtet. Wir haben da so ein Forum, wir haben da News, Videogame-Releases. Ja, wir haben einen Blog mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Genau, einen Blog, wo jeder mal zu mir was reinschreibt. Dann haben wir noch, ja, die Playcast könnt ihr euch natürlich dort ansehen und direkt auch runterladen. Wir haben einen User-Review-Bereich, wenn ihr mal selber Review schreiben wollt. Einfach mal Bock habt, hier das Spiel, da hätte ich mal Bock, mich so ein bisschen als Redakteur zu probieren.
ausprobieren und sowas. Ich will, dass es auch ein paar Leute lesen oder so, ne? Dann könnt ihr da natürlich auch eure User-Reviews reinstellen, ein bisschen mit uns plaudern oder wenn ihr mal zocken wollt oder sowas, da einfach mal anfragen oder sowas. Wir bedanken uns vor allem auch beim Gregor, der dabei war. War echt toll, dass er so relativ kurzfristig zugesagt hat und uns da zugelabert hat. Kann man sagen. Nee, war wirklich super. Also der Kerl hat's drauf, was Videospielmusik und Plauderei und sowas angeht. Ich hoffe, wir bekommen wieder einen Haufen Kommentare, die wir dann zerstückeln können irgendwie. Schreibt einfach rein, hier direkt unter dieses Video. Und das war's. Es verabschieden sich der Rodriguez und der Kai. Chetin. Wir sind so euphorisch jetzt irgendwie. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Yeah.